Weil es sich super viele gewünscht haben, schauen wir rein in Sonic Frontiers. Die Leute lernen auch einfach nicht, dass ich keine Sonic-Spiele kann. Und auch nicht wirklich mag. Aber ich liebe die Filme. Den letzten dieses Jahr gesehen und fand ich wirklich großartig. Deswegen wünsche ich mir auch, einen besseren Bezug zu den Sonic Games zu haben. Wird das gelingen mit Sonic Frontiers, was mich zugegebenermaßen schon seit dem ersten Trailer sehr begeistert hat. Aber so zuletzt, im Monat vor Release, muss ich sagen, von dem, was man gesehen hat, hat es mich nicht mehr so ganz umgehauen. Und mal wieder sind die Meinungen sehr verschieden. Das Spiel ist seit gestern draußen und die einen lieben es, die anderen hassen es. Die Reviews sind auch eher mäh, 73% Wertungsdurchschnitt. Das ist unterdurchschnittlich. Aber wir machen uns ein eigenes Bild von Sonics neuestem Abenteuer, das offener ist denn je, mit Open Zones statt Open World. Ja, ich bin gespannt, ne? Bin gespannt. So ein bisschen habe ich es immer mit Breath of the Wild verglichen, wie viele andere auch, aber die Entwickler sagen selber, nee, hat damit nichts zu tun. Trotzdem hat man in diesen Open Zones viele kleine Aufgaben, die man machen soll. Und das klingt ja eigentlich schon ganz nett. Geben wir dem Ganzen einfach eine Chance. Los geht's. Auf normal. Oh. Das ist gut. Es gibt jetzt zwei Settings, einmal für Noobs. Und einmal für Pros. Das finde ich gut. Und ich muss natürlich den ersten Modus nehmen, ist klar, ne? So, sorry, weiß ich auch gar nichts. Die ist ja so kryptisch wie nie. Aber auch dadurch interessant. Oha. Was macht der wieder? Eine Mine? Was sprengt der da? Programm wird hochgeladen. Nee, der möchte das übernehmen. Funktionieren. Die Geheimnisse der Ahnen gehören mir. Statusbericht. Antworte. Simulationen beendet. Leite Schutzprotokoll ein. Was? Nein! Nein! Der Typ ist so dumm. Was hat er wieder vor? Wir nähern uns jetzt Starfall Islands. Wie aufregend. Die Spur der Emeralds endet hier, ja? Mal sehen, was sie angezogen hat. Sonic Frontiers! Schönes Island. Sonic Sunshine. Okay. Oh nein. Ich weiß, dass es einige klassische Level gibt,
Die sollen wohl teilweise auch aus alten Sonic-Spielen übernommen worden sein und halt jetzt in 4K Ultra HD umgesetzt. By the way, wir spielen den 4K-Modus, es gibt auch noch einen 60-FPS-Modus. Aber ich finde 4K ganz in Ordnung und es sieht im 60-FPS-Modus schon noch ein bisschen schlechter aus. Und wir spielen natürlich die PS5-Version. Das Game ist erhältlich für alle Plattformen, auch für Nintendo Switch. Ich rate aber wie so oft von der Switch-Version ab. Die anderen Versionen sind deutlich besser. Jo, bewegen und mit R2 Turbo. Dann versuchen wir es mal, ne? Kann aber nur schief gehen, sage ich euch direkt. So wie es ist. Oh. Ich muss sagen, die Musik habe ich so jetzt nicht erwartet. Hört sich ein bisschen komisch an. Da wäre mir so ein Green Hill Remix irgendwie lieber gewesen. Aber gut. Springen mit X und wir haben einen Doppelsprung. Jo, alles klar. Grafik sieht besser aus. Ja, also grafisch fand ich das Spiel auch wirklich von Anfang an ziemlich gut. Klar, in dieser seltsamen Welt, die wir jetzt wahrscheinlich gleich erreichen werden, wirkt das alles so eher so ein bisschen wie so ein Unreal Engine Fangame. Aber es soll verschiedene Welten geben und somit auch verschiedene Optiken. Gucken wir mal, ne? Erscheint ein Zielcursor über eine Feder, mach mit dem Viereck einen Verfolgungsangriff. So machst du einen Riesensprung. Ja, habe ich auch noch im Kopf irgendwie, so in der Art. Wir können den Turbo zünden, wann wir wollen. Irgendwie hat das aber gerade nicht funktioniert, diese Münze da einzusammeln. Die brauchen wir halt schon. Ich weiß, es geht darum, das Level schnell abzuschließen, aber... Dass das nichts wird, war doch klar. Ich will die Münze haben, Gottverdammt. Nein! Was... Nein! Springt er auch noch drüber? Wo ist das Problem, Mann? Hol die scheiß Mütze! Digga! Ah, okay, Turbo war ein Fehler. Alles klar. Erscheint ein Zielcursor über einen Gegner. Kannst du ihn mit einem Verfolgungsangriff besiegen? Wenn du Viereck drückst. Machen wir. Also Turbo-Modus nur am Boden benutzen, oder was? Und nicht auf Stangen und nicht in der Luft. Scheint irgendwie eher behindert zu sein. Da kommen dann nicht so ganz an die Münze ran. Rang D ist schlecht, ne? Irgendwas anderes erwartet? Ich nicht. Aber wir haben alle roten Münzen. Wo zur Hölle ist er? Und warum sieht der Regeneffekt so schlecht aus? Failed? Amy? Oh. Außer mir kam wohl keiner da raus. Was auch immer das war. Puh. Sterblicher. Hallo? Du hast das Unmögliche vollbracht. Du bist im Cyberspace aus eigener Kraft entkommen. Du bist der Schlüssel. Schlüssel, hä? Immerhin besser als Naga. Heißt das, ich kann meine Freunde retten? Finde die Chaos Emeralds, vernichte die Titanen, reiß die Grenzen zwischen Dimensionen ein. Ja, okay, sicher. Aber wie wär's mit etwas Kontext? Hallo? Fühl ich. Na schön. Das ist eine vage Anweisung als keine. Na dann los! Versuchen wir es mal. Doch, Turbo in der Luft ist schon nützlich, nur da gerade nicht. Okay, hatte ich wohl Pech. Cutscenes sind hässlich. Das fand ich gerade jetzt auch nicht so schön, muss ich sagen. Die zwei davor waren besser. Mark Stachel, Voice Cracks, Bombardement incoming. Ich dachte, der Mark Stachel ist beliebt. Die Sonic-Fans können sich auch nicht entscheiden, was sie wollen irgendwie, ne? Ich hole auch die PS5-Version. Ja, es wird wahrscheinlich auch die beste sein, denke ich mal. Dreh mit dem rechten Stick die Kamera. Finde den Weg nach vorne. Linkes Steuerkreuz, um dieses Fenster erneut anzuzeigen. Nein.
Brauche ich nicht. Danke. In den Optionen kannst du Dinge wie Kamerawinkel oder die Spielsteuerung einstellen. Spürst du, dass du spielübel wirst, versuch einen weiteren Kamerawinkel zu verwenden, Unschärfe und Drehung zu deaktivieren und den Cursor in der Mitte zu aktivieren. Ja. Ist mir noch nie passiert. Und wir spielen ja auch nicht im Speed-Modus, sondern im actionreichen Modus. Natürlich werden jetzt einige sagen, aber Sonic, das muss man doch mit Hyperspeed spielen. Ja, maybe. Hat mir aber bislang nie Spaß gemacht, weil es mir zu schnell war. Und deswegen finde ich es gut, dass es diesen Loop-Modus jetzt gibt. Aktiviere die Schalter. Auf dem Boden sind drei antike Schalter. Wenn du sie aktivierst, kannst du Belohnungen verdienen und Teile der Karte freischalten. Ah. Und was ist das hier? Sieht sehr weird aus. Wow. Wahnsinnsrätsel. Was ist denn das bitte? Irgend so ein stacheliges Herz. Oh, und das ist die Karte der ersten Zone, oder? Enthülle die Karte durch Herausforderungen. Schließe Herausforderungen ab, um die Umgebung auf der Karte zu enthüllen. Die Karte hilft dir, Wächter, Portale und Erinnerungsmarken zu finden. Touchpad drücken, um es zu öffnen. Okay. Was ist das? Vor allem, ich habe es eingesammelt, aber oben steht immer noch 0 Herzen. Hä? Wollen die mich verarschen? Oha. Oh, das ist cool. Sowas mag ich. Nur hat man ja leider in einigen Gameplay-Szenen schon gesehen, dass diese Rails super random einfach reinpoppen ins Spiel. Ich hoffe, dass das für die Full-Version jetzt gefixt wurde, weil das sah halt echt nicht gut aus. Kennt man sonst nur von Pokémon. Du wirst benachrichtigt, wenn Sonic vor etwas Neuem steht. Drück Steuerkreuz unten, während eine Nachricht gezeigt wird, um die Aktion im Training-Simulator zu üben oder einen Hinweis dazu zu erhalten, was Sonic gleich begegnen wird. Hä, hey, also kann ich mich da spoilern oder was? Okay. Was ist mit Mark Stachels? Der war damals viel besser als jetzt. Seit Sonic Forces hat er unnormal viele Voice Cracks. Okay. Mark Stachels war damals gut. Jetzt geht er wie ein 13-Jähriger. Ja, aber ihr wisst ja nicht, was er vielleicht auch für eine Anweisung bekommen hat. Vielleicht sagen ja die... Oh, was sind das für Viecher? Vielleicht sagen ja die von Sega, ey, du musst das so sprechen, wir wollen das so. Besiegst du Gegner, lassen sie Dinge fallen, wie Fähigkeitenfragmente oder Samen. Sammelst du genug Fähigkeitenfragmente, werden sie wie unten rechts gezeigt zu Fähigkeitenpunkten. Mit ihnen kannst du Fähigkeiten freischalten. Stimmt, es gibt auch ein Skilltree. Da unten sieht man das. Der Kreis füllt sich halt. Und dann kriegt man einen Fähigkeitenpunkt. Es gibt sogar eine Speed-Anzeige. Das finde ich cool. Die melancholische Musik hier, die gefällt mir viel besser als die von dem klassischen Sonic-Level gerade eben. Muss ich sagen. Oh, was ist das? Mehr von denen. Die sahen jetzt gerade in der Sequenz deutlich größer aus. Deswegen dachte ich, das wäre vielleicht eine stärkere Version. Ja, dieses abstrakte Gegnerdesign, das kennt man so in der Form jetzt auch nicht unbedingt. Ist schon so eine sehr mystische Welt. Das hat mir eigentlich auch schon von Anfang an zugesagt. Halt schade, dass das Game jetzt trotzdem schlechte Wertungen bekommen hat und ja, wie fast jedes 3D-Sonic-Game sehr, sehr zwiegespalten aufgenommen wird. Aber wir gucken mal, was das wird. Okay, hier brauche ich definitiv den Turbo, sonst komme ich da, glaube ich, nicht drüber. Ja, safe. Ja, warum kann er da nicht mehr springen? Muss man erst springen und dann Turbo zünden? Hey, ich check's nicht. Er hat irgendwie nur einen Sprung. Hallo? Da haben wir ja die stärkere Version.
Die sehen aus wie eine Crossma. Ja, stimmt eigentlich, ja. Wir sehen den Wächter an, um ihn zu besiegen. Wächter sind sehr stark. Sie sind größer als normale Feinde und haben Spezialangriffe. Sieh dir ihr Verhalten an und warte auf deine Shots. Anvisieren auch nicht schlecht. Okay. Oh, das mit der Pfütze sieht aber schon gut aus, finde ich. Ja, ich glaube, wir können ihn angreifen, sobald er selber zum Angriff angesetzt hat. Dann halt mit dem Turbo abhauen. Heilt er sich? Nee. Es wirkt immer so. So schwer war es gar nicht. Nimm das Zahnrad. Wächter lassen Zahnräder fallen. Diese sind sehr wichtig, also lass sie ja nicht liegen. Okay, okay, Spiel. Wieso so ein Depri-Wipe in-game? Ich weiß es nicht, werden wir rausfinden. Vielleicht ist das eine trostlose Welt, der etwas Schlimmes passiert ist. Aber ich mag's irgendwie. Die Musik ist auch wirklich schön. Jetzt habe ich nur auf dem Weg zum Ninja so ein paar kleine Aufgaben übersprungen. Und seht mal unten links, wir können offenbar irgendwie unsere Stats erhöhen. Es gibt Stärke, Verteidigung, Speed und keine Ahnung, was das oben bedeutet. Sonic vermisst Tails und Amy, ja. Das stimmt, ich auch. Vor allem Tails. Aber das stimmt schon, dass diese Welt hier sehr traurig wirkt. Deswegen frage ich mich, was hier passiert ist. Dreh die Statue und öffne das Tor. Das antike Tor scheint blockiert zu sein. Dreh die Statue vor dem Tor, um fortzufahren. Jo, gleich. Ich wollte aber erstmal hier rauf. Um links steht auch 400. Wir können maximal 400 Ringe tragen. Kriege ich dann vielleicht einen Level up und meine Stats erhöhen sich? Und was ist das? Ah, jetzt haben wir 6 Herzen. Ich habe keinen Plan, was die bringen, aber wir können sie sammeln. Daher tun wir es mal. Andere Richtung. Cooles Game, werde ich mir auf jeden Fall holen, auch wenn ich nur die Switch-Version als Option habe. Ja, also guck dir da aber erstmal Videos zu an, Sandra. Also ich fand's halt mal wieder absolut enttäuschend. Ist aber auch kein Wunder mehr. Bei so Multiplattform-Spielen ist halt die Switch-Version immer bodenlos. Aber wenn du wirklich keine andere Option hast, dann... Tja. Schau dir Videos an und guck, ob es in Ordnung ist für dich. Und versuch damit Spaß zu haben. Vielen Dank dir für die 20 Münzen. Danke für den Support. Und ich hoffe, Sonic gefällt dir. Ich hatte ja ehrlich erwartet, dass das Game vielleicht so mittlere 80er Wertungen bekommt. Deswegen, ja, mich das schon ein bisschen enttäuscht. Dass es halt mal wieder sehr zwiegespalten wahrgenommen wird. Sonic kann jetzt die Fähigkeit Cyberloop erlernen. Öffne dazu das Fähigkeitenmenü und nutze die gesammelten Fähigkeitenpunkte, die rechts unten auf dem Bildschirm angezeigt werden. Okay, wir können unseren ersten Skill kaufen. 2 Punkte habe ich. Cyberloop freischalten. Was ist das denn? Halte in der Bewegung Dreieck gedrückt. Du hinterlässt beim Laufen eine Lichtspur. Wenn du die Spur schließt und Dreieck loslässt, können verschiedene Dinge passieren. Verschiedene Dinge also. Kann ich mir noch was anderes gönnen? Nee. Das muss ich jetzt gleich mal austesten. Aha. Also da sind jetzt gerade Ringe rausgekommen. Es kann aber auch was anderes passieren, hieß es.
Ja, aber so kann man doch unendlich Ringe farmen. Finde ich jetzt ein bisschen komisch, die Entscheidung. Oh, das ist cool. Diese Passagen hier, die gefallen mir. So kleinere Jump'n'Run-Rätsel. Moment, was ist denn jetzt hiermit? Lol, soll ich da runterspringen? Weil anders geht's ja nicht. Erstens wundert es mich, dass ich es geschafft habe. Und zweitens, ich dachte, ich fliege in die andere Richtung. Hä? Denkst du, es lohnt sich für Xbox? Ja, ja, klar, die... Alle Systeme sollten mehr oder weniger auf demselben Level sein, nur die Switch fällt halt, wie immer, komplett aus dem Raster. Was soll mir das hier eigentlich sagen? Wenn du die 400 Ringe hast, ist dein Turbo viel schneller. Mehr nicht? Ich dachte, meine Stats erhöhen sich dann vielleicht. Oh, ein 10er Ring, krass. Oh, halt. Hier ist ein Secret. Man kann auch auf den Rails den Turbo aktivieren. Gut. Probier mal einen Cyberloop im Kampf. Manche Gegner schützen sich mit einem Schild, aber der Cyberloop kann ihn durchbrechen. Ah, das gibt der Fähigkeit doch schon mal mehr Sinn. Weil nur Ringe farmen fand ich jetzt ein bisschen weird. Oh, da lassen sich auch richtig coole Kombos mitmachen. Das feiere ich schon mal. Was nicht so geil ist, man kann manchmal diese Prismen nicht so gut erkennen. Die sollten vielleicht sich ein bisschen mehr von der Bodentextur abheben. Irgendeine Kontur bekommen oder leuchten, keine Ahnung. Die nassen Plattformen sehen aber richtig gut aus. Linken Stick reinhalten bei der unsichtbaren Rail. Ich habe mich jetzt nicht getraut, da einfach runterzulaufen. Sorry. Aber hätte mal, also war da eine unsichtbare Rail? Ach so. Zurück zur digitalen Dimension. Was? Verknüpfe die Dimensionen mit Hilfe des Zahnrads. Also seine Welt mit dieser Welt? Nutzt das Zahnrad. Ja, warte, warte. Ich wollte erstmal hier hochspringen. Was ist denn jetzt passiert? Er hat sich den Kopf angehauen und ist runtergefallen. Du kannst nur 400 Ringe tragen, das ist das Maximum. Verliert man immer noch mit einem Hit alle Ringe? Weil das wäre dann schon irgendwie frustrierend. Ah, jetzt hat's funktioniert. Okay. Turbo! Nein, hat nicht gereicht. Oder? Ah, ich glaube, das sollte so sein. Danke, Kamera, dass du dich automatisch drehst, obwohl ich das nicht will. Was ist das denn? Wünschte, die Switch hätte mehr RAM. Ja, das liegt nicht nur daran. Die ist halt jetzt auch schon einige Jahre alt. Es bräuchte generell mal eine neue Nintendo-Konsole. Weil für diese neuen Titel hier reicht's halt einfach nicht mehr. Okay, ich glaube, wir haben das meiste gesammelt. Jetzt auch schon fast 400. Hier ist wieder irgend so ein seltsames Zeichen. Eine Truhe oder so? Keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht muss man die erst irgendwie freischalten. Ah, shit. Ja gut, dann machen wir doch mal, was das Spiel von uns verlangt. Achso, Moment, ich brauche zwei Zahnräder, ich habe nur eins. Es reicht nicht, um die Verbindung herzustellen. Sorry. Ein Zahnrad wird nicht reichen. Suche noch ein Ziel und nimm sein Zahnrad. Okay.
Die rosa Herzen sind für Amy. Okay. Und was ist das jetzt? Ja, moin. Tower. Boss? Oh, shit. Weicht den Angriffen des Wächters aus. Visiere einen Feind an und weiche mit L1 und R1 aus. Ausweichen ist schneller als normales Bewegen und speziell für feindliche Angriffe gedacht. Befindest du dich in der Luft, musst du zum Ausweichen einen Feind nicht mehr anvisieren. Okay. Ich kann den auch gar nicht anvisieren. Zumindest nicht im Turbo-Modus. Nee, ich kann ihn gar nicht anvisieren. Keine Ahnung warum. Ich komme kaum an den ran. Aber ich glaube, ich muss den mit dem Kreis attackieren, oder? Oh, ich habe gerade Angst gekriegt wegen diesen Stacheln, aber ich kann da tatsächlich reinhauen. Hä? Sonic auch anders lost. Anstatt dass er so hoch springt, wie ich das gerne hätte. Aufpassen jetzt, Bro. Was ist das für ein Spammer? Nein! Okay, man verliert nicht alle, aber super viele Ringe. WTF. Das ist ja lächerlich. War aber schon immer so. Es hat mich immer schon frustriert, ich weiß nicht warum. Bleib stehen! Jetzt von oben! Wollte ich vorhin schon machen, aber er ist irgendwie unten hängen geblieben. Töte ihn! Ja, lief doch eigentlich ganz gut. Verwende das Zahnrad wie zuvor. Schade wegen dem einen Hit, weil wir hatten fast 400. Aber wir können ja farmen. Ja gut, jetzt gönnt er gerade nicht. Man kann aber sogar Herzen bekommen. Crazy. Ranto AMV, danke dir für die Mitgliedschaft. Herzlich willkommen und viel Spaß mit den Emojis. Kehre zum Cyberspace zurück, so oft es nötig ist. Mhm. Ah, das ist jetzt wieder so ein Level, oder? Oh mein Gott. Das wird cringe. Bei der Truhe musst du Cyberloop benutzen. Diese kryptische? Ah, warte, dann gehe ich danach gleich nochmal zurück. Oh, mit dem Trainingsmodus wird schön kaschiert, dass man noch trotz PS5 Ladezeiten hat. Jetzt ist wieder bodenlos. Oh, die Musik ist cooler als die erste. Yo, WTF, wie schnell ist der bitte? Und das hier ist noch der langsame Spielmodus. Lol. Oh, Münze, okay. Ja, wa- Nein! Ich wollte doch nur zurück! Oh, fuck it! Neustart, Digga. Ich wollte zurück, weil der Knecht an den Ringen vorbeigesprungen ist! Hier, da muss man ja offensichtlich immer rein. Ah, du bist so lost, Sonic, echt. Was ist denn mit dir? Geht gar nicht! Hä? Wie bin ich denn da jetzt hochgekommen? Das ist aber ein cooles Level. Oh, halt, da ist eine Münze.
Ja, moin. Mhm. Mann! Diese laggy Steuerung, ey. Na ja, über die Münze drüber. Checkpoint. Oh, ich liebe diesen Checkpoint-Sound, ne? Tüdelü. Das leckt mich am Arsch. Was ist das denn für ein Beschiss? Oh mein Gott. Cooles Level. Nur viel zu schwer für einen Noob und coole Musik. Zu wild. Ja, nur die Steuerung auf den Rails, wenn du so hin und her springen musst, fand ich sehr schwammig. Dom Dom, danke für 33 Monate. Die Rails kannst du auch mit L und R wechseln. Warum sagt das Spiel einem das nicht? Aber davor 50 Textboxen, die das Gameplay interrupten. Und so eine Information kriegst du nicht. Ja, moin. Ein Modul wurde entsiegelt und kann jetzt mit dem Modulschlüssel geöffnet werden. Hey, das ist so ein Chaos Emerald! Hol ihn dir. Ja, mach ich. Ey, aber das regt mich gerade richtig auf. Warum sagen die nicht, dass man mit L und R wechseln kann? Weil dann ist das natürlich viel, viel gechillter. Okay, merke ich mir dann fürs nächste Mal. Hey, es ist auch auf einmal viel heller geworden. Und nicht mehr so eine Depri-Stimmung. Oha, es funktioniert echt. So viele Herzen, ey. Cool. Was zum... Übrigens, das Wasser sieht leider auch wieder eher wie auf der Nintendo Switch aus. Was soll das hier? Ah! Oh! Sehr random, aber irgendwie cool. Ja, genau. Was ist denn das für ein Design hier mit den fliegenden blöden Dingern da? Aber ich hab's geschafft irgendwie. Das war jetzt eine mega Abkürzung. Glaube ich. Kann man machen. Giddel, vielen Dank für 5 Münzen. Möchte mich bei dir bedanken, dass ich beim Gucken deiner Videos immer so entspannen kann und auch abends mit deinen Videos einschlafe. Oh, sehr lieb. Vielen Dank dir. Das freut mich besonders mit dem Einschlafen. Ich brauche auch was, womit ich gut einschlafen kann. Abgesehen von Substanzen wie dem Tee, den ich ja aktuell trinke, oder das Just Legends Ding. Wieso komme ich jetzt da wieder zurück? Was ein Trash. Ein sehr liebes Lob, freue ich mich, danke dir. Ach, da waren Prismen. Ah. Gutes Leveldesign, Kappa. Oder was auch immer da gerade gelaufen ist. The fuck? Sammle Coco und stärke Sonic. Diese Kreaturen heißen Coco. Sie haben sich verlaufen. Finde den Ältesten und führe sie zu ihm. Der Älteste belohnt dich sicher für ihre Rückkehr. Vielleicht mit mehr Tempo oder einem höheren Ringlimit.
Ich will lieber mehr Ringe. Die Schnelligkeit reicht, wie man gerade gesehen hat. Warte, das ist ein Zehner, den... Ich will den Zehner haben. So nämlich. Oh nein, not again. Ah, ich brauche einen Schlüssel dafür, ne? Den habe ich jetzt aber nicht mehr. Oder? Ach doch, bin doof. Ich habe 3. Ja, dann öffne mal, komm. Und dann kriege ich schon den Kristall? Als ob. Die Kokos und die Crocs? Nein! Nein! Krieg ich den echt? Wo steckt er ihn hin? Oha. Voll geil. Und wir haben 5 Fähigkeitenpunkte. Sollten investiert werden. Temporausch. Ist die Kombo-Anzeige auf dem Maximalstand, wird der Temporausch aktiviert. Angriffe sind dann 1,2 mal stärker. Der Temporausch dauert an, bis die Kombo-Anzeige auf 0 sinkt. Ja, das klingt gut. Für den Rest müssen wir mehr grinden. Das sind Crocs. Ja, wie viele gibt's insgesamt? Ist da irgendwo ein Zähler? Vielen lieben Dank an DomDom für 5 verschenkte Mitgliedschaften. An Andy, Carlo Tendo, Cedric Beck, Spike Epps, Armin Janssen. Viel Spaß mit der Mitgliedschaft und danke. Ist das ein Boss? Ah, oh, das sieht schön aus hier. So weitläufig. Und ein bisschen voller. Die Kameraansicht ist aber komisch. Glückwunsch! Von jetzt an kannst du mit Sonic die Insel frei erkunden und Chaos Emeralds sammeln. Schließe Herausforderungen in der Umgebung ab, um dich nicht zu verlaufen. Dadurch werden neue Teile der Karte eröffnet und Sonic kann neue Wege gehen. Also Tutorial abgeschlossen. Schatzkiste des Entdeckers eingelöst. Das ist ein Goodie aus der Digital Deluxe Edition, die ich von PlayOn bekommen habe. Vielen Dank auch hier wieder an der Stelle für den Code. Wenn ihr wissen wollt, was da drin ist. Die Digital Deluxe Edition enthält die Schatzkiste des Entdeckers mit folgendem Inhalt. Also das ist das. Amys Erinnerungsmarken. Ein Zahnrad. Chaos Emerald Modulschlüssel. Zusätzliche Handschuhe und Schuhe für Sonic sowie ein digitales Artbook mit Mini-Soundtrack. 25 Titel. Okay. Gibt noch diverse andere Editionen. Und bei Vorbestellungen gibt es noch Schatzkiste des Abenteuers. Voller Fähigkeitenpunkte, roten Samen der Stärke und blauen Samen der Abwehr. Ja, das ist wieder so ein Ding. Wenn du halt frühzeitig bestellst, ne, dann wirst du gleich in-game gebufft. Bin ich kein Freund von sowas. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das habe. Sind die jetzt entschlüsselt wegen der Digital Deluxe Edition oder was? Ich muss sie ja aber trotzdem erst finden. Oh, die sind ja voll süß. Kann ich mir die irgendwie näher anschauen? Nee, gibt keinen Fotomodus. Zumindest sehe ich keinen. Aber die sind ja mal mega cute. Oha. Kokos sind random, sind aber wichtig zum Sammeln. Ach, haben die keine festen Spawns? Ich finde die japanischen Digitalinhalte am besten, aber leider bleiben die Japan exklusiv. Ah, oh, sowas ist halt immer wack. Vor allem, wenn es sich um Digitalinhalte handelt. Wenn eine physische Edition mal regional exklusiv ist, finde ich das auch nicht gut, aber kann man ja noch irgendwo argumentieren. Aber digitalen Inhalt regional exklusiv zu machen, ist halt Bullshit. Ist das wieder so ein Rätsel hier? Ja, da musst du schnell sein. War ich jetzt natürlich nicht. Okay.
Shrobby, vielen Dank auch dir für 5 Münzen. Schade, dass es kein LP ist. War nämlich vorher in der Liste. Außerdem hat schwer mehr Content als leicht normal. Ich hoffe, du bekämpfst den Titan. Wir gucken mal, was wir heute schaffen. Setze Marker, um etwas auf der Karte hervorzuheben. Platziere Marker auf der Karte mit Viereck. Drück Viereck erneut, um den Marker zu löschen. Ja, ja, okay. Rätsel und antike Schienen. Wenn du Rätsel auf der Insel löst, werden nahegelegene Orte durch uralte Schienen verbunden, auf denen Sonic bequem reisen kann. Sind das die einfach so reinploppen? Samen und Einsiedler-Koko. Finde rote Samen der Stärke und blaue Samen der Abwehr auf der Insel. Bringe sie dem Einsiedler-Koko, um Sonics Angriff und Abwehr zu verbessern. Warte, wo ist der Einsiedler? Habe ich den schon gefunden? Die tun so, als hätte ich den schon gesehen. Waren das die... Halt! Halt! Oh, was ist das denn? Aua. Hallo, lass mich doch mal in Ruhe! Ich will doch einfach nur normal leben! Wieso werde ich von 500 Monstern angegriffen? Vor allem, der ist ja mal anders broken. Gegen den habe ich sicherlich keine Chance, oder? Ne, ich komme da nicht mal hoch. Ach doch, doch. Kann ich den schon killen? Boy. Nein! Wieder hoch! Und jetzt Turbo. Boah, war das knapp. Wieso habe ich Schaden bekommen? Ich war in der Luft und habe den angegriffen. Wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Toll, jetzt habe ich keine Ringe mehr. Man kommt da auch fast gar nicht rauf. Soll das so sein? Ich denke aber, mit viel Aufwand können wir den killen. Ich brauche nur dringend mehr Ringe. Holy fuck. Ja moin, komm, gönn. Das war jetzt Glück. Ist das der letzte? Ja, das ist der letzte Tower. Zerstör ihn, komm! Zehn von zehn Kamera. Vor allem, wie hat der jetzt noch überlebt, bitte? Die Dinger da, die glitschen auch einfach in den Boden. Boah, das ist leider sehr, sehr schwach. Natürlich braucht er noch einen Hit. Sicher, sicher. Das ist der verbuggteste Miniboss im Spiel, by the way. Oh, lol. Ja, dann wundert mich gar nichts mehr, weil der war technisch jetzt schon wirklich ass. Also, das kannst du so nicht releasen. Das ist halt... Da muss noch einiges dran gearbeitet werden. Der Boss ist... nicht Version 1.0 würdig. Auch wenn er an sich cool war, aber das waren zu viele Fehler auf einmal. Sheesh. Die Füße kann man auch angreifen? Habe ich jetzt nicht gesehen. Da konnte man doch nur hochrennen. Was kann ich bitte gegen den da machen? Ich lasse den, glaube ich, erstmal. Hier brauchen wir ein Zahnrad. Alles klar. Das Game fühlt sich an manchen Stellen sehr low von der Quality an. Gibt schon leichte Up and Downs bisher. Befürchte, es wird später noch heftiger, ja? Hast du recht. Kann ich bislang bezeugen. Schade. Und Kerem, vielen lieben Dank für gigantische, krasse, ehrenvolle 100-Münzen-Donation. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, außer vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend und viel Spaß in dem Stream. Kuss geht raus. Vielen lieben Dank.
Tja, jetzt wird's wieder wild. Hatte keine Probleme mit dem Boss. Das freut mich, aber wie du im Chat erkennen kannst, war ich nicht der Einzige, der da Bugs hatte. Oh, was ist das für eine Seitenansicht? Oh mein Gott. Aber voll geiles Design mit den Straßenschildern. Es wirkt so echt. Ja, und wieder gute Musik. Keine Ahnung, was da in der ersten Zone los war. Die fand ich absolut Schmutz. Jetzt ist es besser. Boah, ich finde diese Ansicht super schwer. Ja, ich bin da vorhin, glaube ich, ein bisschen zu weit gesprungen. Deswegen ist er nicht mehr in den Ring gekommen, der einen weiterbringt. Aber auch eine komische Stelle, wenn ich ehrlich bin. Nur echt wenig Reaktionszeit. Also das im Speed-Modus würde mich wirklich völlig hops nehmen. Ach so, da ist aber schon das Ziel. Ja gut, bis auf den einen wacken Fehler am Anfang war das eigentlich ganz geil. Ja, C! C! So nämlich. Das ist halt wirklich ein Erfolg für mich. Geil. Ja gut, so eine 2D... Section kann man ja auch mal machen. Finde ich aber deutlich schwieriger. Stormy C, danke für die Mitgliedschaft. Willkommen zurück. Bei den modernen Sonics muss man sich oft an verschiedene Perspektiven gewöhnen. Ja. Aber ist auch richtig so, finde ich. Warum soll man denn nicht zwischen 2D, 2,5D und 3D wechseln? Das ist eigentlich modern und cool. Oh, wir kriegen eine Zwischensequenz. Wo ist denn der jetzt gelandet? Mit dem Sportwagen macht es bestimmt Spaß. In einer digitalen Dimension zu sein. Meine Systeme verwenden Ähnliches, aber das hier ist weit fortschrittlicher. Gut, Memo an mich. Niemals zugeben. Die hier gespeicherten Daten sind unmöglich quantifizierbar. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Missionen und Schlüssel. Zu jedem Portal gehören bestimmte Missionen. Schließe Missionen ab, um Chaos Emerald Modulschlüssel zu erhalten. Die aktuell gesammelten Modulschlüssel werden oben links angezeigt. Die zum Öffnen des nächsten Moduls nötigen Schlüssel werden auf der Karte angezeigt. Wo ist denn eigentlich der nächste Chaos Emerald? Da bin ich gerade, oder? Ah. Wir haben noch keine Position gefunden. Wir müssen erstmal die Insel weiter erkunden. Okay. Dann tun wir das. Ach warte, gibt's jetzt ein Tag-Nacht-System? Und ein Wettersystem? Hier ist ein kleines Puzzle. Okay. Skilltree habe ich vorhin schon benutzt. Da geht momentan nichts. Ich habe 2 Punkte. Ich brauche 5 fürs nächste Upgrade.
In Szenen, in denen Kamera durchgestrichen erscheint, ist die Kamera fixiert. Mhm. Oh Junge, das lädt ja zum Klettern geradezu ein. Denk an die Aussicht. Es gibt blaue Münzen. Ach nee, lila sind die, okay. Lila Münzen sind einzigartig und werden in lilafarbenen Portalen verwendet. Sammle so viele wie möglich und suche nach versteckten Portalen, um sie einzusetzen. Auch das kommt einem bekannt vor von Mario. Okay. Was leuchtet denn da hinten? Sind das die Chaos Emeralds? Das sind auch verschiedene Farben, das kann schon gut sein, ne? Hey, als ob diese Losties jetzt einfach einen Schlüssel gedroppt haben. Ja gut, so selten scheinen die gar nicht zu sein. Ich habe 17. Die Cars sind die Herausforderungen zum Freischalten der Karte. Ja, ich habe mir auch gerade eben schon gedacht, das muss was mit den Rätseln und so zu tun haben. Alles klar. Das ist halt wahrscheinlich so, damit du dann einfach von der Karte aus zuordnen kannst, wo ungefähr das ist. Und hier ist jetzt eine unsichtbare Rail, ja? Okay, Tatsache. Auch wieder schöne Musik. Ich weiß immer noch nicht, was ich gegen diese Gegner da tun soll, aber solange ich sie nicht besiegen muss, ist mir das egal. Und hier ist tatsächlich ein Chaos Emerald. Drei Schlüssel. Okay. Mit lila Münzen kannst du angeln. Okay. Auch mal ein Schlüssel. Was heißt das Fragezeichen? Dass ich suchen muss, was meine Aufgabe ist? Vielleicht den Gegner killen. Das ist einfach so ein Beyblade, der auch noch schneller ist als ich, WTF. Schneller als Sonic? Betrug. Oh Mann, Lost. Ich habe wieder alle Ringe für nichts verloren. Feierst du das Spiel bisher? Also sagen wir mal so, ich finde es nicht besonders schlecht, ich finde es aber auch nicht besonders gut. Ach, hier ist der Älteste, glaube ich. Yo! Führe Coco zum ältesten Coco. Er kann Sonics maximale Geschwindigkeit und Ringkapazität steigern. Geh zum Einsiedler Coco, um diese Verbesserungen anzupassen. Wie viele von den Viechern brauche ich denn dafür? Hä? Sagt das gerade Sonic? Warum hat man das jetzt nicht synchronisiert? Also, das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Okay. Ja, wir sollen halt die Viecher zurückbringen, wissen wir. Und er gönnt uns dafür bessere Stats. Hat das jetzt nicht gereicht, oder was? Well. Aber wir haben neue Skillpunkte. Lufttricks können ausgeführt werden, wenn Sonic in der Luft von Funken umgeben wird. Mit Lufttricks verdienst du dir Fähigkeitenfragmente. Oh, das ist ja krass. Oder halte Elsa in der Luft oder während Combo. Ein schneller Tritt, der Gegner mit Schockwellen wegstößt. Ja, man sollte schon erstmal Farmen aktivieren, oder?
Mhm. Petra, danke für 3 Münzen. Und freut mich, dass dir der Content gefällt. Kuss, Kuss. Dankeschön. Auch danke an die, ich weiß nicht, wie viele Likes haben wir? 700 Liker. Oh, ich dachte, aber Sonic würde mehr interessieren, wenn ich auf die Werte gucke. Na gut. Was macht man gegen den? Der ist viel zu schnell. Vielleicht mit dem Kreis-Move. Aber ich glaube, direkt attackieren ist eher lost. Hallo, Möwe. Hier waren wir schon, ne? Drei von vier. Achso. Nee, lass mal. Wieder ein neuer Gegner. Ja, der Kreis ist echt eine gute Idee. Der ist aber sehr robust. Als ob. Heftig. Lohnt sich aber. Sammeln mal 400 Ringe. Versuche ich die ganze Zeit, aber mit einem Hit verlierst du halt schon 300. Deshalb schwierig. Was ist denn das hier? Ach warte, war hier nicht ein Chaos Emerald drin? Den haben wir schon. Folgen wir vielleicht einfach mal zu der Markierung da. Was ist das? Da wird ein Gegner markiert? Oder? Amy! Hörst du das? Hallo? Ist da jemand? Hilfe! Halt durch! Vielleicht liegt die Lösung in den Ruinen. Ach so, und die braucht dann die Herzen? Ja, warte, ich hab schon 77. Wer ist da? Sonic, geht es dir gut? Mir? Du bist es, die nur halb hier ist. Mir geht es gut. Aber die Energie, die mich gefangen hielt, ist in dich geflossen. Ach, in mich sind schon ganz andere Energien geflossen. Außerdem scheint es mir irgendwie Kraft zu verleihen. Dann sollten wir uns wohl auf den Weg machen. Tails wurde bestimmt auch gefangen. Stimmt. Ich sehe mich um und wir treffen uns später, okay? Okay, aber pass auf. Aufpassen? Wo bleibt da der Spaß? Sonic, ich will nicht wissen, was alles in dich geflossen ist, du danke. Du bist der Schlüssel. Lass dich von dieser Macht sterben. Ah ja. Der sieht krass aus. Ah, das ist wohl so ein Titan, der Amy festhält. Du
Verschwinde. Sofort. Wo kommst du denn her? Steckst du auch fest? Nähere dich nicht dem Titan. Sorry, Kleine, aber ich hab hier zu tun. Wenn wir Glück haben, wird er dich zerstören. Was passiert hier? Dieser Bosskampf kam jetzt ultra random. Oh mein Gott. Ich kann dem gar nichts machen. WTF? Der ist ja komplett overpowered. Warum? Was haben die vor? Warum hassen die mich so? Auf herkömmliche Art miete ich das Ding nicht um. Ich brauche die Chaos Emeralds. Und vielleicht auch etwas Glück. Ja, die wollte ich auch sammeln. Wow, crazy. Aber halten wir fest, das Spiel hat Wächter, Türme und Titanen. Kommt mir bekannt vor. Außerdem gibt mir das so voll die Shadow of the Colossus Vibes. Ja, das weiß ich doch, was diese Einsiedler-Dinger sind. Wie oft wollen sie mir das jetzt noch sagen? Mach den Boss im Stream? Ja, mal schauen, ne? Wir brauchen die Chaos Emeralds dafür, sonst haben wir keine Chance. Hey, Amy. Wer ist dein Freund? Voll cute. Auf einmal japanisch. Dieses Koko sagt, es muss seine große Liebe finden, ehe es zu spät ist. Es hat Was? Sich nicht getraut, seine Gefühle auszudrücken. Und wenn es das jetzt nicht tut, ist es vielleicht zu spät. Das hast du alles verstanden? Diese Dimension scheint für mich zu übersetzen. Es fühlt sich irgendwie ganz normal an. Tja, du hattest immer schon ein Händchen für sowas. Was weiß ich schon. Ach, mach dir keine Sorgen. Wir finden deine verlorene Liebe schon. Eigentlich haben wir ja Wichtigeres zu tun. Aber, wie gesagt, was weiß ich schon. Sonic voll unsympathisch. Also sind die Herzen jetzt für ihn, oder wie? Also ich muss sagen, die Story und alles drum und dran ist bisher wirklich extrem weird. Warum ist da das Raumschiff von Robotnik? Amys Erinnerungsmarken. Sammle diese herzförmigen Gegenstände. Amys Erinnerungsmarken, um sie zu befreien. Amys Erinnerungsmarken findest du beim Erkunden der Insel, beim Angeln und mit Cyberloots. Das mit Angeln war ja echt kein Scherz. Oh Gott. Ja gut. Also ich habe ja relativ viele Schlüssel. Ich glaube, ich hole mir jetzt so viele Chaos Emeralds, wie nur geht. Und dann wissen wir ja, was noch zu tun ist. Für die restlichen. Wie viele gibt's? 6, oder? Oder waren es 7? Nee, es waren 7 Dragon Balls. Ich glaube, es waren 6 Chaos Emeralds. Aber ich bin nicht sicher. Jo, was fliegt denn da? Ist das ein Drache? Oh, jetzt kommen die Rail Poppins. Wer zur Hölle hat sich gedacht, das ist gutes Design?
Das Game dauert ungefähr 15 Stunden. Aber nicht 100%, oder? Ich hätte schon gedacht, dass das länger ist. Für den brauchen wir auf jeden Fall mehr Angriffskraft. Doch, doch, es sind 7, wie bei Dragon Ball. Okay. 18 Schlüssel und ich habe schon 2. Das könnte ja sogar reichen. Mal sehen. Also den gelben da vorne, den kann man ja schon sehen. Auf Angeln habe ich gar keinen Bock, nee. Zocker, danke für 2,50. Moin, wie ist denn das Game auf der Switch? Haben wir vorhin schon gesprochen, empfehle ich nicht. Schau dir aber ein Video dazu an. Hä? 100% dauern 25 Stunden. Ah, okay. Ja, ist doch kürzer als gedacht, aber finde ich auch besser so. Ich hasse viel zu lange Spiele. Es gibt etwas, das mich an diesen Ruinen stört. Wir sind doch nur gekommen, weil Tails bemerkt hat, dass es die Chaos Emeralds hierher zieht, richtig? Und jetzt sind hier digitale Schlüssel und spezielle Türme, die dafür gemacht scheinen, die Emeralds zu verwahren. Als hätte man das Zeug extra für sie gebaut. Haben die Ahnen die Chaos Emeralds in der Vergangenheit benutzt? Andere Zivilisationen haben das gemacht. Ja, aber sie wollten sie nutzen. Mir dagegen scheint sich alles um Eindämmung zu drehen. Wussten sie mehr über die Macht der Emeralds als wir? Trotz all unserer Erfahrungen mit den Chaos Emeralds sind sie immer noch ein Mysterium. Alles hier ist ein Mysterium, um ehrlich zu sein. Oh, wieder so ein Typ. Schnell den Emerald holen. Oh nein, 7. Dann wird's nicht reichen. Aber vielleicht, wenn wir auf dem Weg so ein paar offensichtliche Missionen machen? Leuchten die anderen auch oder muss ich was dafür tun? Weil vorhin gab es ja irgendwie so eine komische Sequenz, die ausgelöst wurde und ich habe nicht ganz verstanden, wie. Oh shit. Grafik schlechter, als es in den Trailern aussah. Muss ich dir recht geben. Also nicht überall, aber schon öfter, als es mir lieb ist, ja. Finde ich auch. Oh, was war das jetzt? Warum glitzer ich jetzt so? Oder ist das wegen diesem Luftsprung-Skill? Ich meine nur, weil das war so ein komischer Ring. Was hätte man da machen müssen? Muss einfach die Level komplett machen, um die Schlüssel zu bekommen. Bin von dem Game irgendwie verwirrt. Ja, ich schon auch irgendwie. Ich meine nur, die Story, die wird einfach so reingeploppt. Es gibt irgendwie keinen richtigen Zusammenhang. Es passiert einfach irgendwann etwas. Du triffst Charaktere random. Du musst Sachen sammeln und weißt nicht wieso. Vieles wird auch irgendwie nicht erklärt. Wir folgen einfach mal der Markierung. Die wird ja nicht ohne Grund da sein. Oh nein, nicht der schon wieder. Ja genau, ich will in die andere Richtung. Gott! Ich greife den nie wieder an. Nie wieder. Nicht schon wieder. Oh, das ist aber ein riesiger Turm. Da oben ist dann ein Level, oder was? Da müssen wir auf jeden Fall hin. Oh, come on. Ja, die Funken waren wegen den Lufttricks. Okay. Hier auch wieder geheime Missionen.
Wand klettern. Sonic kann bestimmte Wände hochklettern. Drücke mit dem linken Stick und halte R2. Aha. Ja, wie springt er da hoch? Oh mein Gott. Kann es nicht ein bisschen länger sein? Am Anfang? Keine Ahnung. Also, was ist das denn für ein Schmutz? Schmutz. Oh, lila Münzen gefunden. Eine zumindest. Jetzt wird's wirklich ein bisschen wirr. Finde ich. Crocs? Ach, da wird mir ja immer nur Amy angezeigt. Warum zum Teufel? Pro Gamer Leon, danke für eine Münze und Pixel Cabby für 2. Bus? Moment mal, sind das jetzt alles immer verschiedene Viecher? Nee. What? Vermeide die Bomben, was meinen die? Ach so. Was eine weirdo Mission. Ich brauche alle oder was? Ich dachte nur eine bestimmte Anzahl. Oh nein. Ich kann hier noch nicht mal Turbo nutzen. Digga. Ne, man braucht doch nicht alle, aber fast. Komm, 16 Sekunden noch, zieh durch. Mach schon! Was? Warum fehlen jetzt 2? Halt's Maul! Come on, Mann! Halt's Maul. Was für ein Trash. Das könnte halt wirklich so eine Pokémon-Legenden-Arceus-Mission sein, no joke. Ist das jetzt hier so ein Fake-Chaos-Emerald oder was? Oder ist der echt? Kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass man den von dieser komischen Mission bekommt. Mutterliebe. Warte, was?
Die ist jetzt gestorben? Okay, okay. Wir suchen weiter. Es verhält sich, als wäre das alles nicht passiert. Wissen wir überhaupt, was das war? Nein, aber ich spüre eine Art Abschluss, Trost. Seltsam. Gehen wir weiter. Ich will hier schnellstmöglich weg. Ja, guter Plan. Warum ist er so fucking unsympathisch? Was ist denn mit Sonic bitte los? Und was ist hier passiert? Also nur, ich habe nur noch Fragezeichen bei diesem Spiel mittlerweile. Innerhalb der letzten, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten nur noch Fragezeichen. Was ist hier los? Hä? Und war das jetzt ein echter Chaos Emerald oder ein Fake? Was will mir die Story sagen? Was ist da passiert bitte? Warum ist sie gestorben? Die Verwirrtheit ist auch verwirrt. Ja, das glaube ich auch. Also. Langsam. Könnten sie schon ein bisschen was aufklären. Da oben ist ein Chaos Emerald, habe ich gelesen. Also wir müssen so oder so diesen Tower rauf. Das sieht ja schon mal ganz cool aus. Und was ist das hier? Weil ich kann da offensichtlich nicht klettern. Oh, stimmt, ich habe deutlich Fähigkeitenpunkte bekommen gerade. Was ist denn das hier eigentlich? Spezialfähigkeiten? Kann man aber noch nicht bekommen. Stampfangriff, bei dem du dich von oben auf einen Gegner stürzt. Für 10! Ja, okay. So, neuer Versuch, da jetzt gleich raufzukommen. Das ist der Stampfer. Nach einer Combo. Ja. Am Anfang ist die Story sehr verwirrend, aber in der nächsten Welt wird sich vieles ergeben und dann pro Welt schließt sich die Story mehr. Okay. Doch, du kannst da klettern. Hä, ich hab's zweimal versucht, unten und oben. Es ging nicht. Warum macht ihr es jetzt? Digga, davor zweimal nicht! Ich bin doch nicht blöd, ich bin da hochgerannt. Unten und oben hat es nicht funktioniert. Man muss es nochmal drücken in der Luft. Ich habe halt gedrückt gehalten. Unnötig. Sie ist schon wieder hier oben. Ach nee, ist die böse, oder? Was macht die hier? Hey! Meinst du nicht, der Titan war ein bisschen übertrieben? Du bist ein Feind, der vernichtet werden muss. Du bist seiner Macht nicht gewachsen. Mag sein, aber ich wette, als Super Sonic würde ich damit fertig werden. Ich brauche nur die Chaos Emeralds. Unwahrscheinlich. Jedes Szenario nimmt dasselbe Ende. Außerdem trägt er bei sich, was du suchst. Du hast den Kampf verloren, ehe er überhaupt begonnen hat. Aha. Ist deine Meinung. Und wo ist jetzt der Chaos Emerald oder bin ich gerade auf dem falschen Turm? Lol. Bei mir ist doch noch was, oder? Geile Kamera wieder. Bro, einfach nur rauf, Bro. Digga.
What is this camera? Ist das Bodenloses. Junge! Dann halt nicht. Kann ich hier runter? Ist hier sonst nichts mehr, weil sonst explodiere ich. Der wisst jetzt halt ständig dieses Ding da an, deswegen geht's auch nicht. Ja, dann wird da auch nichts sein. Ansonsten ist das schon eine sehr komische Entscheidung. Warum waren da Kisten? Hallo? Ah, das ist irgendein Zeitrennen, glaube ich. Nein. Nein, das machst du jetzt nicht. Oh mein Gott. Ja gut, jetzt haben wir es wenigstens drauf. Schaffen wir. Ich weiß auch immer noch nicht, wofür diese Herzen sind. Also das hat jetzt die Karte erweitert, ja, aber... Das Herz? Ich versuche jetzt mal zu diesen Kisten zu kommen. Chillig. Nicht so chillig. Oh, ist hier ein Level? Yo. Moment. Erstmal wieder sie. Ganz, ganz weirdes Spiel mittlerweile. Wie geht es dir, Amy? Ich meine, wie fühlt man sich als Geist? Ich fühle mich gar nicht so anders, seit mein Kopf wieder frei ist. Ich schätze, ich fühle mich, losgelöst? Bist du schon mal im Traum geflogen? Als wärst du leichter als Luft? So fühlt es sich für mich an. Ich wünschte nur, ich könnte landen und wieder ganz sein. Halte durch, Amy. Mir fällt schon was ein. Diese Herzen sind für den großen Spargelkoko für mehr Angriff. Okay, müssen wir dann auf jeden Fall vor diesem Epic Boss Fight hingehen. Und die Level muss man ja spielen für die Chaos Emeralds, oder? Ich glaube, die sind Pflicht. Ich habe also eins übersehen. Ich habe 3 Stunden gebraucht, um das Spiel wirklich zu mögen. Davor hatte ich auch keine Impression. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, später wird es noch besser. Am Anfang ist es wack und weird. Und das stimmt auch. Wie es später ist, keine Ahnung, werden wir sehen. Oder auch nicht, weil ich denke, wir machen noch bis zu diesem Boss. Und dann vielleicht noch so ein paar Impressions von der nächsten Welt. Oh, das ist aber eine coole Ansicht. Das ist geilo. Warum rennst du gegen die Wand, Digga? Hey, was war denn jetzt wieder mit ihm falsch? Ich hab doch nichts anders gemacht.
Ich bin einfach nur gelaufen. Kein Plan. Keine einzige Münze, das kann ja irgendwie nicht sein. Tschüss. Okay, jetzt die dritte. Läuft! Okay, aber die Musik war gut. Alles andere, WTF. Musik ballert, ja. Leon Tsubaki, danke fürs Vermünzen. Wahrscheinlich, ja. Zwei Schlüssel. Krieg ich auch eine Markierung? Überspringen wir das mal. Ah ja, okay. Also sind die schon Pflicht. Dann lass doch mal sehen. Wo war das? Irgendwas, was wir noch nicht aufgedeckt haben, natürlich. Aber man kann das Licht sehen. Da ist der Titan. Vielleicht weiter Amy folgen? Hier das Rätsel mal lösen, wenn es geht. Warte, wie denn? Wie denn? Oh, ist das das vergessene Level? Befürchte ja. Ja, dann gönnen wir uns doch gleich noch eine Dröhnung. Hm, 1-4. Okay. Da unten war der Spargelkoko. Muss ich gleich nochmal suchen. Kann man ja auch auf der Karte dann sehen, oder? Weil ich hätte schon gerne so einen Angriffsboost jetzt. Wenn du alle roten Ringe sammelst, kriegst du noch einen Schlüssel. Ja, schwierig. Krieg ich nicht hin. Oh, das sieht aber schön aus. Das ist eine Retro-Stage, oder? Wie komme ich jetzt an die Münze ran? Ja, gut. Holy crap.
Komische Krabben. Die Stage ist ein bisschen einfacher. Ja, das ist garantiert eine Retro-Stage. Komm, eine Münze noch. Wir können es schaffen vielleicht. Oder? Wo ist die? Ja, hier. Easy. Also das muss jeder hinkriegen, sonst lost. Vielleicht haben wir nochmal C. B! Neuer Pro-Gamer! Das sind alles Retro-Stages? Wirklich? Gar keine neuen? Ich dachte nur ein paar sind Retro. Na gut. An Generations angelehnt. So, so. Hier fehlt noch der weiße, hellblaue und lila Chaos Emerald. Der lila ist bei dem Boss-Titan. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal noch diese zwei Randoms finden. Freigeschaltet sind sie ja jetzt schon mal. Oder? Hallo? Warum... Okay, ich sehe den weißen, aber warum habe ich denn jetzt nicht den anderen freigeschaltet? Digga, wie random ist das Spiel? Ich habe doch jetzt vorhin, nachdem ich das Level geschafft habe, einen Chaos Emerald revealed. Wieso jetzt nicht? Wo ist dieser Koko? Vor allem welcher? Zu welchem muss ich? Einsiedler, oder? Nee, bei dem waren wir schon. Ich glaube, oder doch? Ah, I'm not sure. Ach, ich habe hier eh keine Karte, deswegen werde ich ihn nicht orten können, leider. Dammit. Aber was genau muss ich denn jetzt noch tun, um hier die Karte zu revealen? Diese eine Aufgabe, die ich nicht gecheckt habe? Oh, die hat einen Kristall. Hier, die da. Aber was musst du denn da machen? Du hast noch nicht genug Schlüssel. Was? Ich habe 24. Aber weißt du was, wir holen jetzt erstmal den weißen Chaos Emerald. Ich glaube, das wird das Schlauste sein. Man braucht immer eine Anzahl Schlüssel. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Weiße jetzt irgendwie über 20 haben will. Da ist sie wieder. Nervt irgendwie. Der hellblaue ist bei Amy. Du schon wieder? Füge dich. Dein leichtsinniges Handeln gefährdet die Welt. Hey, erklär mal, was an meine Freunde retten schlecht sein soll. Du bist ein unerwünschter Gegner. Ich werde keine Daten mit dir teilen. Das ist dein Problem. Sonic würde nie jemanden gefährden. Er will sogar diesem Koko helfen, seine große Liebe wiederzufinden. Liebe. Ein viel zu vager und mannigfaltiger emotionaler Status. Oh, euch beiden Ignoranten ist nicht zu helfen. Wer, was war das Mädchen? Aus einer Nervensäge? Keine Ahnung. Was ist mit dem los? Er hat zwar recht, aber der Typ ist so unfassbar unsympathisch in dem Spiel. Das ist ja krank. Okay, der Ring ist ein Hamsterrad. Wer soll denn darauf kommen? Gut, gibt's wahrscheinlich schon in alten Spielen, aber wenn sie schon einen Noob-Modus und so einbauen, dann sollten sie vielleicht auch Noob-Erklärungen einbauen, damit ein Dulli wie ich weiß, was da zu tun ist. Och nö, nein! Was willst denn du jetzt? Halleluja. Nein, ich wollte den Stampfer benutzen. Der ist ja übelst riskant. Ja, das mit den Ringen wird eh nichts, Leute. Okay, ich glaube, man sollte den Stampfer als erstes benutzen und nicht nachschlägen. Das ist irgendwie dann nicht mehr so eine tolle Idee.
Genau, oder wenn er sich kurz nach einem Angriff regenerieren muss. Ja. Ist dann auf jeden Fall besser. So, finde ich denn den Ring nochmal wieder? Ist es Zygarde? Sieht aus wie Zygarde. Wo war der Ring nochmal? Hier in der Nähe. Glaube ich. Ja. Ich dachte, das wäre ein Portal. Meine Fresse. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, gut. So, ich habe wieder 6 Skillpunkte. Die hauen wir rein in die Luft-Kombo. Ich brauche noch was für die Luft. Jo. Was? Sieht overpowered aus. Cool. Dann again Richtung Chaos Emerald Weiß. Hey, Moment mal. Kann ich dieses Ding jetzt vielleicht sogar mit meiner neuen Attacke killen? Oh yes, baby. WTF. Der war davor halt so krass overpowered, aber mit dem Move ist er auf einmal nur noch ein Radfratz. Das ist geil. Truhe. Mhm. Das mit der Karte ist echt kacke gelöst. Nee, eigentlich finde ich es gut, dass du dafür ein paar kleine Rätsel machen musst. Aber sie könnten, wie gesagt, ein bisschen besser erklären, was verlangt ist. Sonst kommen ja auch immer irgendwelche random Pop-ins mit Infos. Also jetzt hätte ich ausweichen müssen, was? Ach, halt's Maul. Das mit einem visuellen Effekt zu beschreiben, ist auch sehr komisch. Das ganze Spiel besteht aus visuellen Effekten. Aber gut. Neues Rennen. Ich hoffe, dafür braucht man nicht diesen Turbo Boost. Plus, den man ja bekommen kann für die Crocs. Nee, nee, alles gut. Wo willst du hin? Oh, es gibt sogar lila Münzen dafür. Was ich allerdings nicht so gut finde, ist, dass die Karte so weird aufgedeckt wird. Der Emerald ist wo? Wer bist du? Was willst du? Oh, warte, ist das nicht dieses Zygarde? Oh mein Gott, was? Ich kann den gar nicht einholen. Ja, moin. Das ist aber eine coole Idee. Das fühle ich jetzt schon. Vor allem, das gibt richtige Oldschool-Sonic-Vibes mit diesen Tube-Leveln, die es gab. Die ja sogar ich damals gespielt habe.
Ja, ich komme langsam an ihn ran und offensichtlich hat er auch keine Energie mehr. Ja, doch. Ja, genau. Ist klar. Ich bin da jetzt einfach durchgeglitscht. Was ist das? Was ist das? Auch keinerlei Erklärung, gar nichts. Oh, hallo. Bitte sag mir jetzt nicht, dass ich hier runtergenommen werde, wenn das Zeitlimit aus ist. Bitte nicht. Okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir diesmal nicht durch die Straße glitschen. Aber es dauert viel zu lange, bis man in seiner Nähe ist. Junge, Junge. Voll übertrieben, Mann. Warum schaffst du es? Nur noch wenige Meter. Come on! Turbo aufladen und go. Ewig. Ja, jetzt übertreibt er übelst. Aber wir haben es geschafft, komm! Ja! Oh mein Gott, was? Was? Chillig bleiben, schön chillig. Nein! Not again! Wie lange soll dieser Kampf dauern? Eine Stunde? Oh, wait, ich kann doch rüberspringen. Nein, kann ich nicht. Sonic, jetzt erklär mir mal, warum du nicht nach rechts gesprungen bist. Wenn du da doch easy abkürzen kannst. Das ist halt auch wieder eine richtig geile Idee, aber unfassbar schlecht umgesetzt. Tut mir leid. Ja, jetzt siehst du nicht mal wegen der Sonne, wo die Geschosse kommen. Ey, das kann nicht der Ernst von den Entwicklern sein. Du brauchst 400 Ringe. Ah, stimmt, dann hat man ja Max Speed. Ja, aber das ist ja auch schon wieder totaler Blödsinn. Wieso muss ich denn dafür jetzt so unnötig grinden? Aber ja, ihr habt recht, man kann den Speed ja erhöhen. Ja, also einen Versuch mache ich noch. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Damage der bekommen hat. Und ob das gespeichert bleibt. Ich versuche es jetzt noch einmal. Mit aller Gewalt ihn zu killen. Und wenn es da nichts wird, ja, dann glaube ich, lasse ich's. Schaffst ihn eh nicht. Unterlevelt. Ja, okay. Trotzdem noch einmal. Wie viel Leben hat er denn noch?
Weil speedtechnisch komme ich schon nochmal ran, auch wenn es dauert. Ja, warte. Boah, mach jetzt nicht schlapp. Mach jetzt nicht schlapp! Komm. Scheiß drauf. Ja gut, okay. Imagine das Game of the Switch. Ja. In der Tat. Nicht so schön. Ja gut, cooler Boss, der sich aber erst lohnt, wenn du gegrindet hast. Und ab und zu glitscht man leider durch die Straße, was nicht so schön ist. Da oben ist der Kristall. Wie zur Hölle soll man da denn hinkommen? Hier ist wieder irgendein Rätsel. Mit dem Cyberloop kannst du mit den Unendlich-Zeichen unendlich Boost haben. Was? Nein, oder? Hä, ist das ein Cheat? Das kann doch nicht sein. Was? Lol. Hält das jetzt wirklich für immer an? Und leer. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, das hat mit den Ruinen, den Robotern und dem anderen Zeug zu tun. Aber was toll ist, es gibt jede Menge Platz zum Herumrennen. Und man weiß ja nie, wie viele neue Wege man finden kann. Ja, ich werde versuchen, bei deiner Rettung nicht zu viel Spaß zu haben. Das merkt man. Das war jetzt aber nicht das Rätsel, oder was? Warte, also jetzt... Soll ich es nochmal probieren? Oder meint ihr, ich habe auch angriffstechnisch keine Chance? Mich würde aber interessieren, wie viel schneller man jetzt zu ihm kommt mit diesem unendlich Boost. Und man kann spammen, habt ihr gesagt. Na, es dauert aber trotzdem, ne? Ich denke, es wird bestenfalls doppelt so schnell gehen. Aber was ist denn das bitte für ein Cheat? Ja, okay, es geht schon schnell, ja. Aber ich mach dem sau wenig Damage nur. Fuck, er hat mich getroffen. Nein. Oh, der ist super schwer, weil du darfst dich eigentlich nicht treffen lassen. Das macht alles zunichte. Gedrückt halten ist trotzdem besser. Okay. Ja, es geht doppelt so schnell, würde ich vermuten. Flüchtet er erst, nachdem er einen getroffen hat? Weil das war jetzt zweimal so.
Was ist denn das jetzt? Was? Okay. Dann kannst du mich mal. Warum bin ich denn jetzt nicht an ihn rangekommen? Ja gut, okay. Versuchen wir darauf zu kommen. Den Chaos Emerald brauchen wir nämlich. So oder so. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, noch ein Tower. Unendlich war weg. Ach so. Hält wohl doch nicht so lang. Der Spaß. Und ich habe keine Ringe. Das heißt, ich bin One-Hit-KO. Na toll. Das war 200er IQ-Move. Nice. Komm schon. Yes. Das war gut. Jetzt kommen wir auch hoch. Schmackhaft. Alessio Pokémon Purpur spiele ich wahrscheinlich. Dieses Level-Design. Cheate dir mit dem Cyberloop 400 Ringe. Ja, aber ich lasse den Gegner jetzt links liegen. Wir werden jetzt lieber mal die Chaos Emeralds sammeln und den Hauptboss bezwingen. Ich glaube, das macht mehr Spaß. Alles andere könnte zu sehr frusten. Na gut, ich darf hier nicht rennen, ne? Ist halt ein Sonic-Spiel. Ich dachte, ich soll schnell sein. Ein Irrtum. Nein, es ist... Du willst mich komplett verarschen, oder? Junge, was ist das für ein Müll? Ich habe jetzt natürlich Viereck gedrückt, weil der das anvisiert hat. Und dann lässt er einfach los. Ich versuch's mal hier rüber. Scheint die klügere Option zu sein. Oder? Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht zerstampft. Oh, nice. Nimm sie, Hops. Gut. Also diese zusammenhangslosen Planeten, das ist schon irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig. Oder was heißt Planeten? Diese einzelnen Levelabschnitte. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist, wack. Aber wir sind tatsächlich oben. Wow. Geil. Dafür einmal Applaus, bitte. Das geht nicht auf? Okay.
Das war jetzt der vierte, glaube ich. Einer soll ja bei dem Boss sein, also brauchen wir noch zwei. Könnt ihr mir sagen, was ich dazu machen muss? Muss ich die Level finden oder was fehlt jetzt genau? Rasanter Zickzack-Angriff. Nehmen wir uns. So. Hä, aber der weicht doch nur aus. So, loslassen anscheinend. Ja. Okay. Dachte, das wäre eine Kombo. Kampfsystem ist schon cool, aber das Game ist null optimiert. Es hat schon echt viele Schwächen, ja. Es gibt definitiv gute Ansätze, keine Frage. Aber puh, das Game hätte wirklich noch ein halbes Jahr mindestens Entwicklungszeit gebraucht. Die Amy-Quest. Ja, okay, also zur nächsten Amy-Markierung dann. Schätze ich. Müsste dort sein. Okay. Soll ich jetzt einfach runterspringen? Anscheinend ja. Sag mir jetzt nicht, du verreckst dabei. Nein, geh einfach runter, Digga. Warum gab's denn da keinen Rückweg? In die World schaue ich nicht, nee. Immerhin haben wir immer genug Herzen. Stimmt das nicht? Es sagt, seine Liebe war auf der anderen Seite des Feldes. Aber das ist das Feld. Nach Landwirtschaft sieht es aber nicht gerade aus. Vielleicht solltest du deine neue Technik anwenden und den Wildwuchs hier beseitigen. Jetzt kommt wieder ein cringy Minigame. Es grünt und sprießt. Entferne Unkraut mit Cyberloops und erreiche 7000 Punkte, ehe die Zeit abläuft. Vorsicht vor den Bienen. Bringe Samen mit schnellen Cyberloops zum Blühen und locke die Bienen damit weg. Ah ja. Ich kapier's mal wieder nicht. Ich soll doch Cyberloops benutzen. Und die Bienen danach weglocken. Ach so, warte, ich krieg ja Punkte. Ach so, mein Gott. Ich hab damit... Oh, ich hab erwartet, dass diese Pflanzen mir irgendein Feedback geben. Na gut. Ja, wir kriegen Punkte. Alles gut. Piss dich. Bringt das was, wenn die Kreise größer sind? Wahrscheinlich schon, ne? Ich werde eh vorher sterben. Das ist schon wieder so seltsam, Mann. Gehen zwei auf einmal?
Ja, ich glaube schon. Dann lass mal spammen jetzt. Ja, wird trotzdem nicht reichen. RIP. Ja, oder? Zieh durch, komm! Schneller, Mann! Ja, und warum habe ich jetzt... Wieso habe ich jetzt gerade keine Punkte beim letzten bekommen? Ach, das kannst du dir doch einfach nicht ausdenken. Diese Schmutzminispiele, Digga. So eine Scheiße. Einfach keine Punkte bekommen am Ende. Das hätte noch gereicht. Warum? Der Kreis war geschlossen. Verfickt nochmal. Aber ich hätte von Anfang an versuchen sollen, beide mitzunehmen. Das gibt halt über 1000er. War schon auch ein bisschen dumm. Was genau meinen die jetzt eigentlich mit Bienen verscheuchen? Das musste ich kein einziges Mal machen und hab's auch irgendwie nicht geschafft. Punktebewertung seltsam. Keine Ahnung. Anders wird. Bienen sind nur Hindernisse. Keine Punkte bekommen, weil kein Unkraut da war. Also, das alles hier war mal Ackerland, ja? Ja, es war wohl sehr fruchtbares Land. Aber jetzt... Ich meine, viel Gras gibt's ja. Ja, aber Gebiete, die von Dr. Edmund zerstört wurden, sahen später auch so aus. Das Land war kaputt und hat kaum begonnen, sich zu erholen. Wir müssen dafür sorgen, dass es sich voll erholen kann. Ja. Nächster Boss. Oh nee, Sequenz. Bleib an dem Igel dran. Halte mich auf dem Laufenden. Ja, Doktor. Und finde einen Weg, mich hier rauszuholen. Ich prüfe alle sicheren Optionen. Mach weiter so, Sage. Danke, Doktor. Sage ist also der Name. Ich erweitere den Radius meiner Kontrolle, kann aber bis jetzt nur wenige Relikte der Ahnen steuern. Löblich. Aber erstmal möchte ich aus dieser digitalen Dimension raus. Ich habe 1.700.050 Simulationen durchgeführt. Keine zeigte einen sicheren Weg aus dem Cyberspace. Inakzeptabel. Such weiter. Das hat oberste Priorität. Aber deine Sicherheit ist oberste Priorität. Ist sie ein Fangirl von ihm? Also ich, wie gesagt, ich dachte, ich muss mich auf diese großen Pflanzen da konzentrieren, aber offenbar hat die gesamte Rasenfläche gezählt. Klar, bisschen dumm angestellt, aber es ist halt auch wirklich ein super weirdes Minigame. Super weird. Generell, die ganzen Aufgaben fühlen sich auch so fehl am Platze an. Es ist ganz komisches Weltendesign hier. Okay, was passiert hier? Nichts? Ist mir recht.
Fleischpflanzer, danke für 5 Münzen. Wie findest du das Game? Ja, je länger ich spiele, desto weniger mag ich es, muss ich ehrlich sagen. Aber es soll ja ab Welt 2 besser sein, haben viele geschrieben, die das ähnlich empfanden. Hier ist halt noch vieles wirklich sehr, 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 sehr komisch. Sonic Generations magst du? Ja, ich weiß, es soll auch eins der besten sein. Aber ich dachte, dass mir das hier halt mehr liegt, weil es viel offener ist. Aber es ist einfach nur komisch. Oh, bist du der Typ, der mich buffen kann? Ja, aber ich glaube, es ist der, den wir schon gefunden haben. Tempo erhöhen. Ja, immerhin macht er diesmal was. Beim letzten Mal hat er sich ja irgendwie geweigert. Vielleicht hatte ich zu wenige, ich weiß es nicht. Gibt ja keine Anzeige. Gar nichts. Geht beides? Als ob. Okay. Den Rest spare ich dann aber für Angriff. In der Hoffnung, dass das noch geht. Dann muss ich aber den anderen erst noch finden. Für einen Anfänger schlägst du dich aber okay. Danke. Ja, vieles kennt man halt auch aus den anderen Teilen, denke ich mal. So das mit dem Rad zum Beispiel, das wird es bestimmt schon mal irgendwo in einem anderen Spiel gegeben haben. Für mich ist halt alles neu und deswegen habe ich auch keine Ahnung. Genau deshalb wünsche ich mir auch, wenn ich schon den Noob-Modus auswähle, dass das Spiel einem Noob unter die Arme greift. Tut es aber nicht. Jedenfalls nicht an den Stellen, wo es wichtig ist. So gewinnen sie keine neuen Sonic-Fans. Das ist halt das Problem. Geh nicht so weit voraus. Vielleicht sollten wir den Rest jetzt ihm überlassen. Wir müssen weiter dranbleiben. Tails ist immer noch verschwunden. Und wir machen Umwege und schlagen uns mit Kindern rum. Sollen wir etwa jemanden, der Hilfe braucht, einfach im Stich lassen? Nein, aber ich mache mir Sorgen um dich. In dieser Halbdimension bist du keine Hilfe. Na gut. Dann beeil dich und rette mich, damit wir Tails finden können. Klingt alles sehr einfach. Nee. Eigentlich nicht. Also diese Amy-Mission ist schon komisch. Du verfolgst sie einfach nur über die Map. Und dann labert sie sich mal zu. Oder es kommt ein wackes Minigame. Oder es sterben NPCs. Oh. Das wird noch sehr wichtig sein. Oh, hey Sonic. Bist du auch zum Angeln hier? Ja? Big, was machst du denn hier? Wie bist du hergekommen? Was ist das hier überhaupt? Weiß nicht. Hab nach einer Angelstelle gesucht und dann war ich hier. Digga, diese Synchro. Also angle ich jetzt. Na klar tust du das. Was ist das? Willst du es versuchen? Ich leih dir eine Angel. Ja, kann nicht schaden, mal eine Sekunde auszuspannen. Weißt du, wie man angelt? Ich kann's dir zeigen, wenn du willst. Hey, einer hat angebissen. Sonic, du kannst ihn einholen. Cool. Siehst du das rote Kräuseln? Wenn das weiße Kräuseln mit dem roten überlappt, heb die Angel schnell hoch.
Ja, kenne ich von Thumbnails. Jo, wie ernst das auf einmal nimmt. Ja, von dem wirst du aber nicht satt. Wow, klasse. Du hast ihn gefangen. Toller Fang, Sonic. Ich gebe dir eine Marke für jeden Fisch, den du fängst. Wenn du viele Marken gesammelt hast, gebe ich dir dafür Schätze, die ich gefunden habe. Sag einfach, was du willst. Froggy mag diese lilafarbenen Münzen. Bring mir eine, dann leih ich dir meine Angel wieder aus. Ach, dafür sind die Münzen. Oh gosh. Fang Fische, um von Big Schatzmarken zu bekommen. Wenn du ein paar gesammelt hast, geh zu Marken eintauschen und tausch sie gegen Dinge, die Sonic bei seinen Abenteuern helfen. Eine Goldkarte, die von McDonald's, kann gegen einen der Gegenstände auf der Liste getauscht werden. Denk gut drüber nach, was nützlich sein wird. Willst du es versuchen? Ich leih dir eine Angel. Ja, komm, machen wir mal. Das ist aber nur ein weißer Kreis, da klickt jetzt aber keiner drauf. Das System ist besser als ein Ocarina of Time. Ja, das stimmt allerdings. Da kriegst du auch actually was für den ganzen Scheißaufwand. Also in Zelda ist das Angeln ja auch wirklich kompletter Müll. Oh! Jo! Verglichen mit dem anderen ist das ja mal der übelste Banger. Einfach ein Schwertfisch geangelt. Ja, jetzt bin ich aber angefixt. Jetzt will ich noch was Größeres. Komm, einen Merlin oder so. Oh, der glitzert, der glitzert. Einfach ein eine Truhe? Die McDonald's Goldkarte! Yes! Jeden Tag ein Mac-Menü auf dem Nacken von McDonald's. Ja, besser wird's nicht mehr. Oh, ist das ein Koi? Ne, ein Karpfen. Aber die sind, glaube ich, eh verwandt. Ein goldener Karpfen. Oha. Nee, es ist wirklich viel besser als in Zelda, da hast du schon recht. Und man kriegt halt auch coole Sachen dafür. Wie viele Marken habe ich noch? Münzen? 13. Puh. Mach mal noch dreimal, würde ich sagen. Was passiert eigentlich, wenn ich warte? Kann dann auch ein besserer Fisch anbeißen oder muss ich sofort... ziehen? Ein Frosch. Ich glaube, der ist Müll. Was sind das für komische Grafikbugs? Soll das so sein? Oh, der glitzert wieder, komm! Schriftrolle. Des ältesten Coco. Ah, jetzt wird er für Vollidioten wie mich dann auf der Karte markiert. Geil. Schriftrollen findest du beim Angeln. Diese Rollen schalten die Schnellreise. Wow, broken. Zum ältesten Coco und Einsiedler Coco frei, aber nur für die Insel, auf der sie gefunden wurde. Ja, nee, das ist richtig krass. Das Beste, was wir bisher bekommen haben, gefühlt. Mach Log-Modul an. Für Pokémon Go. Das sind eigentlich schon genug. Also wir können uns jetzt nicht über die Anzahl Fische beschweren. Ah, nur so ein Kampffisch. Oder Goldfisch, ja. Okay. Ich denke, das reicht. Wir haben auch gut abgesahnt. Ich leih dir eine Angel. Vor allem mit dieser Karte. Soll ich mir so einen roten Samen der Stärke holen? Weil dann kann ich safe Angriff erhöhen. Oder was ist das Beste, eurer Meinung nach? Die Grafikbugs sollen so sein. Okay. Das ist das Cyberspace. Mhm. Eileen Bigalk, danke für 5 Münzen.
Hab mir das neue Sonic-Spiel auch geholt. Bin happy, dass ich es mit dir zusammenspielen kann. Zumindest in diesem Stream schauen wir mal rein, ja. Ob ich es auf Twitch weiterspiele? Fraglich. Aber auch, weil ich keine Zeit habe. Wir haben ja God of War vor der Brust. Pokémon neues Spiel erscheint nächste Woche. Ist ein bisschen heftig gerade. Ja, Koi und Karfen sind miteinander verwandt. Wusste ich's doch. Okay, was soll ich mir jetzt holen? Stärke. Roter Samen. Ja, ich überlege auch, entweder roter Samen oder die 20 verlorenen Koko, die ja also einen ähnlichen Effekt haben. 50 Fähigkeiten Fragmente ist aber auch heftig. 100 Ringe ist irgendwie völliger Quatsch. Ist günstiger, wenn du die nicht mit dem Ticket holst. Warte, kann man noch was anderes ausgeben? Willst du versuchen? Ich leihe dir eine Angel. Nee, eigentlich nicht. Was meinst du damit? Ich leihe dir eine Angel. Muss er das wirklich jedes Mal sagen? Das Beste ist, Angeln hat keinen RNG. Die Fische sind in einer Reihenfolge. Oh, das finde ich dann aber irgendwie kacke. Da finde ich dann RNG schon irgendwie besser. Als wenn du da eine feste Abfolge hast, die du immer der Reihe nach fängst. Also die meisten sagen eigentlich Stärke, daher Stärke. Ach so. Man muss erst das Ticket verballern und dann kann man noch die Fischmünzen ausgeben. Gut, dann hole ich mir jetzt noch die Notiz hier. Und 20... Nee, 50 Fähigkeitenfragmente. Und Coco. Und nochmal Fähigkeitenfragmente. Das ist ja voll krass, was du hier bekommen kannst. Ich leih dir eine Angel. Es lohnt sich schon fast, den Rest eigentlich auch auszuangeln. Ja, komm. Wir gönnen uns jetzt hart. Wir machen alle. Alle 10 Fische. Ist schon worthy. Ja, ist nichts wert. Aber ist das echt so? Dass da überhaupt gar kein Glück... Das kann doch nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Das ist mit Sicherheit zufällig. Ja, natürlich habe ich jetzt nur Pech, weißt du? Am Anfang so das Beste und jetzt kriege ich nur noch kleine Lurche. Ruhe. Ist da wieder eine Goldkarte? Yo, geilo. Das ist 100% RNG. Erzähl mir nichts. Der Rest des Chats sagst du auch so. Sonst würde das hier alles gar keinen Sinn machen. Ein Hummer? Der muss 10 Münzen wert sein. Eine? Bescheuert? Lächerlich. Komplett lächerlich. Oh, der ist wild, der ist wild. Der könnte big sein. Was? Okay, ein Roboterfisch, aber der ist tatsächlich viel wert. Great. Also, ich hätte nicht gedacht, vor allem nachdem ich da erstmal negativ drauf reagiert habe, dass das Angeln actually das Beste an dem Spiel bisher ist. Wow, ein Ring. Achso, oh, okay, da gibt mir auch 3 Marken. Na dann, will ich mal nicht rumheulen.
Neuer Fishing-Simulator. Ist halt echt gut. Das beste Angelsystem, was ich kenne. Unironisch jetzt. Das ist wirklich das Beste aus dem Spiel. Ein Manta. Stachelrochen. Cool. Auch nochmal 6 Marken. Geilo. Einen roten habe ich noch nie gesehen. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Aha. Einsiedler Coco. Schriftrolle. Mega nice. Einmal noch. Im Fischopedia kannst du dir die Notiz anschauen. Ach so, die ist nichts fürs Main Game? Du hast keine Münzen? Ich wette, auf den Inseln gibt es noch welche. Ja, safe. Willst du es versuchen? Ich... Aha, tatsächlich. Etwas hindert mich daran, den Cyberspace zu verlassen. Hat meine KI etwa unbefugt auf die Datenbanken zugegriffen? Das wäre nämlich genau das Gegenteil von dem, was sie tun sollte. Willst du es versuchen? Ich dachte nämlich, das wäre ein Item für die Insel. Es gibt noch mehr Notizen von dem Typen? Also das war das teuerste vorher, deswegen habe ich die Goldkarte jetzt auch dafür eingelöst. Und den Rest gönnen wir uns hier rein. Abfahrt. Willst du es versuchen? Ich leide. Das war jetzt schon wirklich spaßig. Er spielt doch schon ein Indie-Spiel. Böse. Mhm. Schnellreise zu den Kokos. Beim Angeln findet Sonic manchmal Schriftrollen. Es gibt Schriftrollen für den ältesten Koko und den einzelnen Koko. Und wenn du welche finden kannst, dann kannst du der Schnellreise zum Koko gelangen. Nutz das Symbol oben rechts. Schnellreise. Ja, und wo sind die jetzt, Bro? The fuck? Warum sehe ich die denn nicht? Was zum Geier ist denn jetzt schon wieder los? Oder muss man sie erstmal random gefunden haben, bevor man die Schnellreise benutzen kann? Einfach alles im Spiel ist weird. Ja, ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber... Ja, du hast recht. Ach, da ist ja Amy, das war jetzt Zufall. Ja, du musst die Karte noch aufdecken. Ach komm, ich dachte jetzt wirklich, dass dadurch auch die Location von denen freigeschaltet wird. Oh, wow. Solche Ruinen haben wir auf unseren Abenteuern noch nie gesehen. Ja, die sind uralt, aber irgendwie auch fortschrittlich. Moment, gibt es sowas wie Retro-Sci-Fi? Wie wurden der Turm und der schwebende Riesenstein gebaut? Tails ist das Genie unter uns. Suchen wir ihn. Vielleicht kann er etwas herausfinden. Okay. Er kommt sicher klar, bis ich ihn finde. Bro, wie oft muss man sie eigentlich noch erreichen?
Lol, meine Fähigkeiten Prismen sind mir jetzt erst gut geschrieben worden. Ich habe 4 Punkte, das reicht aber glaube ich noch nicht für ein Upgrade. Grafik sieht aus wie auf Switch. Stellenweise. Die anderen Zonen sollen aber auch schöner sein, hörte ich. Du bist der, den wir schon kennen, oder? Ja. Ja, nee, dann lass mal. Wie soll ich denn den anderen jetzt finden, ey? Vorhin war ich nah dran, habt ihr geschrieben, aber das ist halt jetzt auch schon ein bisschen länger her. Herzen habe ich aber noch genug. Nur warum steht da benötigt 0? Ist das wegen der Digital Deluxe Edition? Mewtwo hat sich verändert. Oh, das ist aber süß. Und schon wieder tot. Was geht in dieser Story ab? Ja, aber das ist das, was sie wollte. Sie haben sich gefunden, kurz vor dem Ende. Jetzt sind sie zusammen. Nimm dir kurz Zeit. Ich gehe schon mal weiter. Wieso scheißt der auf alles? Hat das mit der Story zu tun? Also das ist so auffällig unsympathisch, das kann doch nicht sein. Aber ja, das war jetzt das erste an der Story, was ich gefühlt habe, weil das war schon irgendwie romantisch und schön. Traurig natürlich auch. Aber ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Sie hat ihn gefunden. Nur warum sterben die? Das check ich nicht. Hoffentlich können wir sie irgendwie retten. So, was nun? Ach, bei dir geht's ja immer noch weiter. Das heißt nur, dass du 0 weitere benötigst. Ah, okay. Coco? Ah, jetzt sucht sie ihn doch, oder wie? Und an mehr. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber ich habe eine Liebe gesehen, die die Zeit überdauerte. Ich glaube an diese Kraft. Wenn das hier vorbei ist, will ich diese Liebe mit der Welt teilen. Selbst wenn uns das trennen würde. Sag nichts, Sonic. Sag nichts. Nein. Du wirst das wunderbar machen. Und erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Okay. Wow, er hat es einmal hingekriegt, nicht unsympathisch, kalt und ein Arschloch zu sein. GG. Was ist, Amy? Schau, war die Region vorhin nicht gesperrt?
Ich glaube, du kannst jetzt interagieren. Ich glaube, manche davon kannst du drehen. Vielleicht ist es wie bei den anderen Rätseln und sie zeigen mir den Weg zum Titanen. Ein Versuch ist es wert. Mal sehen, welche Richtung stimmt. Sieht aus wie ein Muster auf dem Boden. Oh mein Gott. Einfach Zelda-Spiegelrätsel. Gar kein Bock. Unter den Grabsteinen scheint es Schwarze zu geben, die sich drehen lassen. Dreh diese Steine in die richtige Richtung. Das Muster auf dem Boden gibt dir einen Hinweis. Ja. Ja, so schon eher. Ja, ist falsch, oder? Aber das muss doch so richtig sein. Warum drehen sich die anderen mit? Muss los. Keine Ahnung. Kann man das nochmal resetten irgendwie? Weil ich glaube, jetzt ist es so durcheinander. Oder? Warte mal. Okay, ich habe währenddessen noch ein anderes Video gesucht und auch gefunden und die Kommentare sind so geil. Ich lese mal ein paar der Top-Kommentare vor. Most difficult Sonic moment in a very long time. This is the most frustrating puzzle ever, LMAO. Thank you so much. This was the first time I've ever been frustrated as all shit from a Sonic Hedgehog game in my entire life. minus Sonic 2006 or just getting stuck with insta-deaths in the original games. This was the first puzzle rather that had me insanely over it.
like ready to rage quit. I told myself I will fire it up tomorrow and YouTube how to do this shit. Cause I was ready to move on to something else. Bro, den Kommentar fühle ich so unnormal. Oh mein Gott. Wenigstens bin ich nicht der Einzige, der der Meinung ist, dass das absolute Rotze ist. Weil das scheinen ja auch Sonic-Fans zu sein, die das absolut genauso sehen. Wobei auch einer dabei ist, ich hab das Puzzle gelöst, ohne irgendwie zu wissen wie. Also er hat wahrscheinlich auch einfach nur probiert und es irgendwann geschafft. Und auch so viele thank you so much, thank you, thank you, thank you so much. How do you reset? Eben! I even turned the game on and off and it won't reset. Warte, was? Nein! Ah doch, es ist resettet, oder? Sollte schon resettet sein. Aber bei ihm hat es nicht funktioniert. Egal wie oft ich es versuche, ich schaff's nicht. I hate puzzle games now after playing Genshin Impact. Okay. So, ich guck mal, ob die Anfangsformation genauso ist wie bei mir. Nein. Man kann es wirklich nicht resetten. Ach doch, Moment. Die Auflösung ist nur komplett scheiße. Ich habe den oberen Strahl nicht gesehen. Also, wir machen es jetzt genauso wie Beard Bear. Und dem ist das Video. Thank you so much, Beard Bear. Oh my god. What a bullshit. Erstmal Geschwindigkeit reduzieren. Junge, Junge, Junge. Also ich frage mich wirklich, wer denkt sich, geile Idee, lass das so machen. Heftig geil. So, pass auf, gleich kommt die Lösung. Gleich. Falscher Stick. Ja, dammit. Ist halt ein bisschen doof, dass ich jetzt das am Handy schauen muss und mit einer Hand die Steuerung hier irgendwie hinbekommen muss. Ja, okay. Warte. Ah, der fuchtelt auch so rum. Ist das jetzt so, wie er es gemacht hat oder nicht? Gott, ist das eine Scheiße! Ich raste aus, Mann! Also das habe ich so gemacht. Aber warum? Ach doch. Okay. Jesus. Hat er hierhin gemacht? Du kennst das nicht mal. Ja, doch, hat er schon. Aber warum strahlt er bei mir runter? Das hat er das tut er bei ihm nicht. Hä, es ist jetzt doch anders. Warum? Ich habe es genauso gemacht wie er. Nur, dass der hier oben bei mir nicht einrastet. Der müsste eigentlich hier drauf zeigen. Tut er aber nicht.
versuch's jetzt trotzdem mal. Ja, aber das wird nichts. Ich glaube, er war noch nicht fertig jetzt. Ah, doch. Okay. Ja. Keine Ahnung. Scheiß drauf. Was ein Müll. Also, so frustriert war ich lange nicht mehr. Komplett bodenlos. Kurzer Kampf, wenn ich den letzten Chaos Emerald nicht finde. Ich habe überall gesucht. Ich weiß nicht weiter. Ist er da? Vielleicht finde ich ihn unterwegs. Ich dachte, ich krieg einen. Wofür habe ich die ganze Scheiße jetzt gemacht, Mann? Geh da hoch! Mann, Sonic! Digga, wie kommt man da hoch? Ausblick. Erinnert mich an die Wasserfälle von Mystic Ruins. Ist da eine Höhle oder so? Ah ja. Und das Wasser, was da herabprasselt, duckt ihn nicht, oder was? Ah, Son Goku. Bro, du brauchst erst alle Kristalle. Sonic ist noch nicht stark genug für Giganto. Kletter auf Gigantos Kopf und verwandle dich in Super Sonic. Aber dafür brauche ich doch alle Kristalle, oder nicht? Sollen wir das jetzt wirklich schon machen? Das kann doch nicht sein. Sammeln noch Ringe, das ist wichtig. Ja, aber ich habe doch noch gar nicht alle Chaos Emeralds. What the f... Der Emerald ist oben. Achso, ich dachte, das wäre der Boss für die gesamte Zone. Ist das etwa nicht? Warum brauche ich jetzt so viele Ringe? Und vor allem, wieso bekomme ich die dann nicht automatisch für den Kampf? Die können doch jetzt nicht...
damit die können doch nicht davon ausgehen, dass ich hier mit 400 Ringen reingehe. Woher soll man das denn als Spieler wissen? Also es gibt echt so viele Aspekte an dem Spiel, die super, super weird sind. Können wir jetzt auch noch unendlich? Ja, nur mal Ach so, er verwandelt sich dann. Oder was? Nee, Super Turbo. Nutzt du den Turbo, wenn du die maximale Anzahl Ringe hast, dann kann Sonic noch schneller rennen und stößt blaue Blitze aus. Wenn der Ringzähler sinkt, wird wieder der normale Turbo daraus. Ja, okay. Versuchen wir unser Glück. Aber ich dachte, der kann sich erst verwandeln, wenn er alle Kristalle hat. Super Sonic nimmt keinen Schaden, doch im Verlauf des Kampfes verliert er Ringe. Ah, deswegen. Ja, und das muss man riechen als Spieler, oder wie? Ah, bevor ich zu dem Boss gehe, ich rieche es. Ich muss erstmal Ringe sammeln. Aber coole Mucke. Aufgrund des Zeitlimits musst du bei diesem Kampf möglichst effizient viel Schaden anrichten. Nutze Sonics gesamtes Arsenal und gib dein Bestes. Oh, dang. Kann ich mir noch... Oh, nee, ich kann nicht auf den Skilltree zugreifen. Ich wollte nämlich noch gucken, ob ich irgendeine Ability bekomme. Dann halt nicht. Dann wollen wir mal schauen, ne? Also, ich kann nicht gekillt werden, aber ich sterbe, wenn ich keine Ringe mehr habe, oder was? Was ist das Game? Das ist schon stark. Hat er noch einen anderen Schwachpunkt oder nur seinen Maul? Ah, der Rücken, okay. Da kann man, glaube ich, daneben. Ja, da kann man viel besser mit dem Move treffen. Tempo Boost, yeah! Gib ihm! Schön auf die Fresse noch. Zack! Go! Turbo! Nutz deine Power! Du bist der King Sonic! Und die Grafik ist auch so gut wie die Kamera, Kappa. Ja, der war geil, der war geil. Stabil, gib ihm. Ich muss irgendwie wieder an den Rücken kommen. Oh, jetzt wieder böse. Daneben, du Loser. Das ist so weird. Oh mein Gott. Wow, was war das für ein Angriff? Super krass. Mega stabil. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Rage-Phase, oder was? Komm her. Verfolgungsraketen? Laser? No.
Komm, hol die ganze Saiyajin-Energie aus dir raus. Scheiß auf die Laser. Wir sind stärker. Warte, was macht er jetzt wieder? Ach so. Wir sind stärker. Power! Abgewehrt. Und jetzt Konter. Yeah! Oh, guck an! Komm zurück. Noch 200 Ringe. Also ohne Max-Ringe schafft man das ja niemals. Verdammt, 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 verdammt. Hey! Warum komme ich nicht mehr an ihn ran? Turbo! Ja, nice, nice. Yes! Vorsicht! Nein, scheiße, Mann! Er gewinnt die Überhand. Besser zum Bauch. Ja, nicht so einfach. Hier, der Arm ist auch gut. Stampfer. Und dieser Spam. Spam-Move. Stampfer, ja. Oh nein. Das kostet nur Zeit. Geh drauf. Ja, hier ist keine Schwachstelle. Warum? WTF? Hier ist nur noch die Fresse? Ich fürchte ja. Kontern mit L1 und R. Bei dieser Big Bang kam er mehr? Seit wann habe ich so einen Konter? Da stand ja auch nichts. Au. Okay, das wird richtig knapp, weil er gewinnt in letzter Zeit immer mehr die Überhand. Und ich mache nicht mehr so viel Schaden, leider. Wie soll man denn kontern? Das wurde noch kein einziges Mal im Spiel erklärt. Aber das ist ja ein Problem, das zieht sich durch. Passiert einfach irgendwas und dann muss man als Spieler den Durchblick haben. Ja, wir werden es nicht schaffen. Der Stampfer ist gut, aber kann ich halt auch nicht spammen. Oh, was ist das jetzt? Jo, der will mich fressen! Jetzt kann ich kontern oder was? Wie denn? Da steht nichts! Kill ihn, Mann! Wir haben wieder Max-Kombo! Lass dich jetzt nicht zurückdrängen! Nein! Junge, wie viel Leben habt ihr denn? Fuck. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein! Er muss sterben! Komm schon! Okay, immerhin nicht getroffen. Stampfer! Stampf doch, Sonic! Und Spam! Boah, es wird so unfassbar knapp. Oh mein Gott! Gut, gut, gut. Was macht er jetzt schon wieder? Also ich halte R1 und L1, aber es passiert halt trotzdem nichts, Leute. Kann es sein, dass man erstmal einen Skill dafür freigeschaltet haben muss? Und den haben wir halt nicht. Aber es ist trotzdem noch schaffbar. Komm. Komm. Los! Ausweichen. Nein! Cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Hier. Jetzt. Nochmal ein Stampfer, bitte! Stirb! Komm! Nein!
voll scammen! Das ist unfassbar. Und typisch. Es ist typisch. Ja. Alles klar. Ah, hier schreiben sie jetzt parieren hin. Geil. Der Wahnsinn. So, 10 Minuten später hat man dann auch 400 Kristalle. Krasse Idee. Ringe. Wenn sie wenigstens hier so einen Checkpoint gemacht hätten, damit du die Ringe nicht nochmal sammeln musst. Aus welchem Grund wirst du denn nochmal gezwungen, die scheiß Ringe zu sammeln? Wenn es keinen Mehrwert bietet und du noch nicht mal diesen Kampf verlassen kannst, wenn du realisierst, oh wait, ich brauche noch ein bisschen mehr Angriffskraft, ich muss noch ein paar Kukus sammeln, was weiß ich. Nein, du kommst nicht mehr aus diesem Kampf raus. WTF? Ich weiß ja nicht mal, dass dieser Kampf startet. Auf jeden Fall habe ich ja vorher gesagt, ich will noch zu diesem Typen, der boosten kann. Und auf einmal geht's los. Vor allem, wir haben doch nicht mal alle Emeralds. Ich habe doch keine 7 gesammelt und auch keine 6. Buffs bringen nichts in diesem Kampf. Ah, cool. Warum existieren die denn überhaupt? Das wird ja immer besser. Seine Schwachpunkte werden aber auch ausgelost, oder? Beziehungsweise mal kommt man an den Bauch ran und mal nicht. Beim Kontern geht's um seinen Spezialangriff, oder? Weil da habt ihr das jedenfalls ursprünglich alle geschrieben. Alter, wie plötzlich der auch einfach angreift. Die Angriffe mit dem Mund, ja, die meine ich. Genau die. Drehattacke. Oh, da geht wohl auch irgendwas. Okay. Muss man da nur reinhalten? Das ist ja richtig billig. Ja, eigentlich nur rumstehen, kontern gedrückt halten, warten bis er angreift und dann beim Special umhauen. Oh, jetzt wahrscheinlich. Ja, hat nicht funktioniert.
random alles. Greift er jetzt an oder nicht? Was war das denn? Also, der Konter ist essentiell. Irgendeine kleine Info. Hätt's getan. Weil so viel Schaden, du damit machst, das brauchst du. Dagegen sind die normalen Angriffe nix. Ich hatte ihn doch, Mann. Schön. Erdensäge, du. Ja, komm. Stabil. Nächster Konter. Das ist es. Trotzdem macht er jetzt nochmal Faxen hier. Sollte aber jetzt schaffbar sein. Ich glaube, das kann man nicht abwehren. Also sorry. Da redet ihr auch wieder Quatsch. Nur die normalen Angriffe. Das andere, das wirkt auch viel zu sehr gescriptet. Komm, ein Konter noch, Bro. Oder so. Nein, Adrian, exakt das eben nicht. Kann ja nicht so schwer sein, einen Boss zu designen, den du nur über den Konter besiegen kannst. Ein Siegel ist geworden. Der nächste Feind wartet auf der Insel des Sands. Stimmt, du sagtest Titanen vorhin. Plural. Verflixt. Ich muss wohl erst alle großen Bots erledigen. Tut mir leid, Amy. Es klappt. Ich fühle mich wieder wie früher. Mach weiter und lass mich nicht warten. Ich bin schneller zurück, als du Karten legen kannst. Bis dann! Damit sollten wir aber wohl das Schlechteste überstanden haben. Das sagen ja alle, Welt 1 ist wack. Danach wird's besser. Oh, eine Wüsten-Eiswelt oder was? Nee. Reines Wüstengebiet. Wüste und Eis ist auch gegensätzlich, aber hier scheint ja auch alles irgendwie möglich zu sein. Deswegen dachte ich, okay. Vielleicht eine Eiswüste. Gibt's ja auch. Alles gut. Einfach hätte ich das auch gar nicht gewollt. Ja, eine Wüste als zweite Welt, das hat auch noch kein Spiel vorher gemacht, Kappa. Aber sieht schon nicht so schlecht aus, optisch. Was ist denn das jetzt? Medaillen? Ja.
Und hier musst du jetzt quasi auch nochmal alle Chaos Emeralds sammeln, oder wie? Aber diese random platzierten Rails, was soll das? Und wahrscheinlich ist da jetzt Tails eingesperrt, ne? Knuckles. Nee, was Knuckles. Machst du denn hier? Egal, ich hol dich da raus. Halte durch. Das ist die neue Währung. Ah, ja, ich sehe schon. Okay, das braucht man, um Knuckles zu retten. Gut. Vielen Dank, lieber Robin Alteweier. Kuss an dich. Und danke für die lieben Worte in einer sehr salzigen Situation. Ich hab 17, ja, aber ich brauche mehr. Das war doch bei Amy auch so. Immer wenn 0 da stand, konnte ich mit ihr interagieren. Das hat mich ja vorhin auch verwirrt. Knuckles ist im Cyberspace gefangen. Sammle Erinnerungsmarken, um seinen Zustand zu stabilisieren. Du findest Erinnerungsmarken überall auf der Insel, wenn du dich umsiehst. Jo. Ich gehe es jetzt nochmal kontrollieren, aber vorhin war es ja bei Amy immer so, wenn 0 da stand, ging es weiter. Warum sollte es jetzt anders sein? Ja, benötigt 12. Halte durch, Nax. Bin gleich zurück. Ja, brauch noch 12 weitere. Das ist halt auch sehr irreführend, weil das hat mich auch verwirrt. Aber es passt zum Rest des Spiels. Ein bisschen leerer wirkt die Welt hier schon, oder? Oh. Ja, alles klar. Und nun? Interessanter Gegner. Mann, das war doch vorhin nicht falsch. Richtig gedrückt, was will er denn? Hat man doch sogar gesehen. Sieht cool aus.
Wäre ein schönes Thumbnail. Rechts. Links. Jetzt ist er auf einmal angreifbar? Oder ist es normal, dass er einen nach einer Zeit abwirft? Oh, dann ist das ja ultra nervig. Gedrückt halten. Und wo war jetzt da die Info? Das ist so schlecht, ey. Muss ich auch wieder riechen. Gedrückt halten. Es riecht eindeutig nach gedrückt halten. Ja, ja, ich habe den Duft vernommen. Eindeutig gedrückt halten. Riecht ein bisschen streng, aber nach ein paar Sekunden auch süßlich. Guter Duft. Haben die Entwickler sehr gut ausgewählt. Top-Kamera. Jetzt überlebt er wieder mit 1 KP, man kennt ihn. Halleluja! Das war auch wieder sowas von klar. Was soll denn das werden? Nice try, bro. Geh nach Hause. Ich hoffe, der gibt mir jetzt genug Erinnerungsmarken. Nur ein Zahnrad, Mann! Also ich meine, ja, die sind auch wichtig, aber trotzdem. Irgendwo noch ein kleines Rätsel machen, dann passt's. Das hier vielleicht. Jetzt machen sie extra mit Parieren, um mich noch mehr zu triggern, oder? Ah, Junge. Guck mal, allein so eine Scheißmission. Hätten sie die in die erste Welt gepackt. Und so, dass du sie nicht missen kannst. Auch das, das hätt's auch erledigt. Es muss nicht mal ein Gegner sein. Irgendwas, dass du es einmal aktiv gemacht haben musst. Und schon weißt du, dass es existiert. Davor kam ja die Textbox bei dem ersten Ninja. Ey, war ich aus, Diggi. Mit R1, R2. Sorry, dann überlese ich halt, dass du bei Doppeldrücken auch parieren kannst. Erst recht, wenn du es nicht im gottverdammten Kampf gegen ihn brauchst. Einfach sowas, dass du es nicht verpassen kannst. Und die Messe ist durch. Dann ist der Spieler einfach dumm, wenn er es nicht checkt. Aber so haben die Entwickler versagt. Tut mir leid. Ist einfach so. Okay, und das ist jetzt nur für meine Arme, oder wie kann ich das springen? Er springt nicht, Digi. Turbo-Modus? Irgendwas? Wieder keine Erklärung, gar nichts. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kreisel den linken Stick, nichts passiert. Ich drücke X, nichts passiert. Ich drücke Viereck, nichts passiert. Ich drücke Turbo, nichts passiert. Ich habe auch schon X in den blauen Bereich gedrückt und einmal in dem gelben, nichts passiert. Nochmal versuchen. Okay, vielleicht hat es vorhin nicht gezählt. Weiß ich nicht. Das muss ein Praktikant designt haben, das Spiel.
komisch, jetzt springt er aber wenigstens. Seltsam. Ja, okay. Habe ich jetzt genug? Nee, ne? Was war das jetzt? Keine Info. Ah, da vorne ist es. Die Koko haben bestimmt nicht solche Ruinen errichtet. Aber wer? Er labert einfach dazwischen. Perfekt, Sonic. Oh, da ist der Upgrader, den wir vorhin nicht gefunden haben und auch nicht mehr treffen durften. Und das hätte jetzt wirklich nicht zu dem Bosskampf gebracht, wenn ich zu dem vorher gegangen wäre? Warum gibt's dann überhaupt ein Stat-System? Ah, der kann die anderen auch umwandeln. Okay. Ach so, das ist wieder ein Rennen, ne? Ja, let's go. Ach, hier wird die Welt aber auch besser aufgedeckt als in der ersten, finde ich. Aber irgendwie kommt man viel seltener an diese Erinnerungsmarken. Hier ist auch immer nur eine, das reicht halt nicht. Aber ich finde die zweite Welt schon schöner als die erste irgendwie. Was? Kann man hier beschleunigen? Keine Ahnung. Also das mit der Karte ist ja so viel besser. Der Schatten ist sehr Pokémon-Legenden, Arceus. Was war das denn? Hm.
25. Ich hoffe, das reicht. Warte, was ist das denn jetzt hier? Oha. Ja gut, mein Fehler. Manchmal muss man auch einfach nichts drücken. Ich frage mich aber schon, warum solche Plattformen einfach plötzlich auftauchen und du dich nicht drauf vorbereiten kannst. Das war knapp. Man sieht die Marken auf der Map. Ich weiß. Ich brauche noch 4. Ja gut, also eine Sequenz würde ich schon gerne auslösen noch. Gehen wir einfach mal irgendwo hin, wo wir noch gar nicht waren. Ah, hier ploppen aber auch mehr Dinge auf als in der ersten Welt, finde ich. Leider. Ja, das war eine wert. 2 sogar. Schön. Was ist das jetzt? Eine? Hier geht's schneller auf jeden Fall. War ich da schon? Ich glaube ja. Ein paar Viechis. Vielleicht haben wir Glück und da ist eine drin. Ein Schlüssel. Ah, hier. Gut, jetzt haben wir's. Hab Geburtstag, dann alles Gute, Jaden. Ja, Tumerian größtenteils schon. Also ich glaube, man kann Sonic schon zu einem guten Open-World-Game machen. Aber das hier hat halt zu viele Fehler. Die grundsätzlichen Ideen, die verstehe ich schon und die finde ich auch gut. Aber die Umsetzung ist ganz oft nicht gut. Energie dieser Insel. Was machst du so weit weg von zu Hause? Ich habe seltsame Ruinen untersucht, wurde hierher transportiert und jetzt stecke ich fest. Wird nie langweilig mit dir. Sag mir einfach, was los ist. Pass auf! Lass uns die Chaos Emeralds finden, damit ich ein paar große Roboter schrotten kann. Im Nu bist du wieder zurück und kannst den Master Emerald schützen. Klingt nach einem Plan. Ah. Du bist der Schlüssel. Warum konnte ich das jetzt nicht lesen? Lass dich von dieser Macht sterben. Ich will schon wissen, wie man den Move ausführt. Halte Viereck während Combo gedrückt, starte eine mächtige Attacke, wobei du beim Aufsteigen mehrere schnelle Angriffe ausführst. Alles klar.
Alter, wie viele Fähigkeitenpunkte wollen Sie denn bitte hier noch haben? Alles klar. Wie würdest du so ein Spiel designen? Wie gesagt, also ich verstehe den Grundsatz und finde den auch gut. Ich würde es genauso machen, nur ich würde die einzelnen Rätsel... also dadurch Qualität hochschrauben, die viel besser in die Welt integrieren, als mit so komischen Schlangenrails und herumstehenden Wänden oder fliegenden Bumpern. Das sieht halt einfach nur komisch aus und eher so Fangame-mäßig. Und nicht, als wenn da jetzt ein professionelles Entwicklerstudio dahinter gewesen wäre. Ich würde Sachen viel, viel besser erklären und sicherstellen, dass jeder checkt, was gemeint ist. Ja, ich sag's, also, ich bin mir sicher, wenn das Spiel noch ein halbes Jahr oder so Entwicklungszeit bekommen hätte, wäre das wirklich nochmal signifikant besser. Weil an und für sich ist es nicht schlecht. Bei der Story kann ich jetzt nichts zu sagen, weil die soll ja anscheinend so kryptisch sein. Mir ist sie zu kryptisch. Man checkt vor allem in der ersten Welt absolut gar nichts. Hat nur Fragezeichen vor der Fresse. Und das ist ab Mitte erster Welt auch... Mann, ja, jetzt bin ich lost. Okay. Falscher Button zum zweiten Mal. Da bin ich schuld. Keine Frage. So, jetzt. Gerade Mitte erster Welt ist man wirklich komplett überfordert. Weiß auch manchmal gar nicht, wohin, weil alles auf einen einprasselt, wird aber viel zu wenig erklärt und oftmals plätschert die Story auch einfach nur so hin, also du läufst in irgendwas rein und dann geht's plötzlich weiter und dann taucht plötzlich ein Boss auf. Es braucht mehr Struktur und höhere Qualität. Sprich, einfach mehr Zeit. Aber das sollte wohl unbedingt zu diesem Weihnachtsgeschäft noch released werden und hier hast du das Ergebnis. 50 Schaden? Wo? Auf das Ding hier? Okay. Ist das besser als Frontiers? Das habe ich doch auch nur angespielt, oder? Und das fand ich schon von der ersten Sekunde an. Wack. Nicht Frontiers. Du verwechselst es gerade. Du meinst, Forces, ne? Forces meinst du. Frontiers ist ja das Game hier. Ich verwechsel die Namen aber auch oft. Forces fand ich von Anfang an wack. Ja, hatte ich Hoffnung, die sich halt jetzt nicht bestätigt hat zum Großteil. Aber es soll ja besser werden. Viele sagen, die erste Welt ist die schlechteste. Und die Story soll auch noch Sinn ergeben. Na dann. Aber Stand jetzt würde ich sagen, die 73%, die es hat, die sind fast noch großzügig. Für mich ist es eher so eine 65. Und damit haben wir das Spiel 4 Stunden gezockt. Und einen gewissen Ersteindruck erhalten. Einige Dinge sind toll. Viele Dinge sind nicht toll. Gegnerdesign und Bosse finde ich sehr cool. Die Kamera macht leider oft mal Probleme. Es gibt zu wenig Infos, die relevant sind. Also ich nehme mich auch nicht komplett raus bei der Konter-Geschichte. Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Aber du kannst so eine Textbox halt auch mal falsch verstehen oder überlesen. Vor allem, wenn du zuvor mit dem hier ausweichen musstest, da denkst du dir einfach, oh ja, okay, soll ich nochmal machen. Nee, aber es war das hier gemeint. Und wenn der Gegner, den du bekämpfst, das dann nicht voraussetzt, dass du das kannst oder überhaupt mal eingesetzt hast, ja, dann passiert das halt. Das ist hier ein ganzer Move. Flöten geht. In irgendein Rätsel, in irgendeinen Minigegner hätte man das integrieren können und dann wäre das total klar gewesen. Oder im Kampf unten rechts, wo auch immer, so ganz klein als Text, R1, L1, Konter.
Du weißt direkt. Okay, let's go. Musik muss ich loben. Musik hat mir sehr gut gefallen, bis auf der allererste Track im ersten Level. Den fand ich super schlecht. Und ganz, ganz komisch und deplatziert. Der Rest war tatsächlich echt gut. Also Musik, Daumen hoch. Synchro, ja, gibt bessere. Was ist denn das jetzt hier? Oh, ich brauche nur noch einen. Dann schauen wir uns das auch noch an. Was könnte man noch sagen? Ich glaube, da haben wir das alles gesagt. Vielleicht ist es für 3D-Sonic-Verhältnisse noch gut. Aber das halt auch nur, weil die anderen Spiele so gottlos, bodenlos sind. Das hier ist dann jetzt vielleicht mal okay und ein Schritt nach vorne, aber es hätte halt wirklich so viel mehr sein können. Warst du schon mal hier? Du scheinst dich auf der Insel auszukennen. Oh nein, aber wenn ich mit etwas interagiere, das dieses Symbol trägt, weiß ich automatisch alles über die Umgebung. Als käme ein GPS-Signal von der Insel direkt in meinen Kopf. Ziemlich cool, was? Das kommt sicher auch von den Ahnen. Was das Symbol wohl in ihrer Sprache bedeutet. Da fällt mir ein, in den Dörfern ist es auch wirklich nirgendwo zu sehen. Die wahre Bedeutung ging wohl irgendwann verloren. Problem ist, dann könnten einige wieder der Meinung sein, man wird zu sehr an die Hand genommen. True, aber die haben ja nicht ohne Grund am Anfang gefragt, hey, hast du Sonic-Erfahrung, ja oder nein? Willst du es langsamer haben oder schneller? Dafür ist es ja da. In dem Profi-Modus können sie es dann ja von mir aus sein lassen, aber in dem scheiß Noob-Modus muss halt jeder Dreck erklärt werden. Es ist halt so. Das ist hier nicht der Fall und dann müssen sie sich nicht wundern. Oh, das erleuchtet, ist ja mega cool. Big W. Geil. Ich glaube, das Rätsel kann man... Ach doch, mit einem Stampfer, glaube ich, kann man das lösen. Oder? Nein? Ach doch. Ah ja. Leistungsmodus? Nee, ich habe in Grafikmodus gespielt. Aber ich kann ja jetzt zum Ende nochmal auf Leistung wechseln, damit man den FPS-Unterschied erkennt und den Grafikunterschied. Wobei jetzt hier ist ja auch eher brache Wüste. Ich glaube, da wird es keinen großen Unterschied geben. Aber wir schauen mal ganz kurz rein. Da haben wir's. Nein, im YouTube-Stream erkennt man sowieso nichts. Das musst du schon dann selber gespielt haben. Aber ja, es ist schon sehr, sehr smooth. Oh, jetzt war aber auch gerade die Bodentextur total... Und ist sie auch immer noch unscharf. Erst jetzt, nach 10 Sekunden, siehst du erst wieder diese Sandrillen. Das mag aber einige nicht stören. Und die FPS sind ihnen wichtiger. Ist ja auch okay so. Dafür gibt es den Modus. Ich finde aber schon, Grafikmodus ist besser. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wie gesagt, bildet euch eure eigene Meinung. Das war stellenweise aber schon sehr durchwachsen. Trotzdem finde ich, die zweite Welt macht wirklich einen besseren Eindruck. Ich habe jetzt noch nicht viel gesehen, aber scheint schon mehr zu bieten zu haben. Okay, ja, das war Sonic Frontiers. Holy shit. Bye bye.